Ja, ganz herzlich willkommen zum heutigen Symposium zum Thema Krankenhausverpflegung. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, trotz des sonnigen Wetters und des lauen Abends. Ich bin Marisha Fast, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei KLUG mit dem Schwerpunkt transformative Bildung. KLUG, das ist die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Das ist ein Netzwerk aus Einzelpersonen und Organisationen aus dem Gesundheitsbereich, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, für die gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise zu sensibilisieren auf der einen Seite, Anpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen im Gesundheitssektor umzusetzen und die sozial-ökologische Transformation zu unterstützen. Dieses Symposium wird organisiert vom Ernährungsteam von KLUG. Ich darf seitens KLUG die Veranstaltung moderieren, habe aber noch Martin Rücker an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Abend. Ich werde erst später, ein bisschen später ins Geschehen aktiv eingreifen. Im letzten Teil bei unserer Podiumsdiskussion, durch die ich Sie führen darf. Jetzt schon darf ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Rücker. Ich bin freier Journalist, arbeite für Medien wie MedWatch und die Berliner Zeitung, für Welt und Welt am Sonntag, für die Taz und die Frankfurter Rundschau. Einer der Schwerpunkte dabei liegt auf ernährungswissenschaftlichen und ernährungsmedizinischen Themen. Insofern ist mir die Debatte rund um die Krankenhausverpflegung ja sozusagen das tägliche Brot und immer sehr geläufig. Ich freue mich deshalb auf eine ganz spannende Diskussion und kann jetzt schon sagen, wir haben ein wirklich tolles Podium. Bleiben Sie also unbedingt bis zum Schluss dabei. Ja, und Martin Rücker hat es schon angedeutet. Wir haben verschiedene Teile heute Abend geplant. Die ganze Veranstaltung ist geplant bis 21 Uhr und eben in drei Teile aufgegliedert. Im ersten Teil werden Sie drei Hintergrundvorträge zum Thema Krankenhausernährung hören. Im zweiten Teil haben wir drei Best-Practice-Beispiele, sodass es ganz praxisnah und anschaulich wird. Und im dritten Teil, moderiert von Martin Rücker, kommt dann die Podiumsdiskussion mit vier DiskutantInnen. Wir freuen uns sehr, dass wir so wunderbare Vortragende heute haben und sind gespannt auf den Abend. Es gibt keine Chat-Funktion heute Abend. Es gibt aber die Möglichkeit, Fragen zu stellen im Q&A. Also, das können Sie sehr gerne nutzen. Wir freuen uns auf eine ganz rege Diskussion. Unsere Vortragenden versuchen auch, nach ihren Vorträgen, die Fragen alle zu beantworten. Vielleicht haben wir auch noch Zeit, das ein oder andere aufzugreifen und live zu beantworten. Die gesamte Veranstaltung wird aufgezeichnet und ist dann später zu finden auf der Website der Planetary Health Academy. Ja, und nun starten wir direkt mit dem ersten Block unserer Hintergrundvorträge. Den ersten Vortrag, genau, und da habe ich schon Professor Dr. Johann Okenga, hält einen Vortrag zu ernährungsassoziierten Erkrankungen in der Klinik. Herr Okenga ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Sein Studium und seine Facharztausbildung hat er an der MHH Hannover absolviert. Nach weiterer Tätigkeit an der Charité Berlin hat er dann die Klinikleitung der Inneren Medizin mit Schwerpunkten Gastroenterologie, Endokrinologie und Ernährungsmedizin des Klinikums Bremen-Mitte übernommen. Herr Okenga, Sie sind auch oder waren Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin und sind aktiv in verschiedenen Gremien der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, der Europäischen Gesellschaft für Ernährungsmedizin und der Europäischen Dachgesellschaft der Gastroenterologie. Vielen Dank, wir freuen uns, dass Sie da sind. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich sozusagen an diesem spannenden Symposium teilnehmen darf und dass ich quasi die Einführung machen darf. Ich wurde ja schon ein bisschen vorgestellt, ich bin überwiegend klinisch tätig. Also ich glaube, ich komme quasi aus der Klinik jetzt und jetzt soll und darf Ihnen erzählen, was hat Ernährung überhaupt mit Klinik zu tun, mit Akutkrankenhaus oder auch mit akuten und chronisch kranken Menschen. Ganz kurz nur, Sie hatten schon gesagt, ich habe auch ein paar Interessenskonflikte, die im Wesentlichen darauf beruhen, dass ich mich für die Sache engagiere, um die es hier geht, nämlich Ernährung und Ernährungsmedizin im klinischen Umfeld. Wenn wir über Ernährung sprechen, dann ist ja immer so die Frage, hat das überhaupt was mit Erkrankung zu tun? Und deswegen habe ich Ihnen nochmal diese Übersicht mitgebracht, vor einiger kurzer Zeit oder vor ein paar Jahren im Deutschen Ärzteblatt publiziert. Da ging es darum, was gibt es für Risikofaktoren, die für bestimmte Erkrankungen, mit denen wir zu tun haben, relevant sind oder verantwortlich sind. Und wie Sie hier sehen, taucht da sowohl bei Männern als auch bei Frauen eben halt auf, dass ernährungsbedingte Risikofaktoren einen wesentlichen Teil ausmachen. Noch vor dem, was wir so allgemein denken würden, wie Rauchen oder Bluthochdruck oder hohes Körpergewicht oder auch solche Dinge wie Alkohol.
Und wenn man das mal weiter runterrechnet und bedingt, sozusagen für wie viel zum Beispiel der Gesamteinschränkung, Gesamtdarlies, das ist eine Methode, um darzustellen, wie stark bestimmte Erkrankungen das tägliche Dasein bestimmen und auch einschränken. Da sieht man, dass eben halt ernährungsbedingte Risiken hier für 14%. Und wenn man so auf das härteste Outcome-Parameter geht, nämlich auf Todesfälle, also Erkrankungen, die dann zum Tod führen, welchen Einfluss hat Ernährung dort, da sind das 26%. Daher glaube ich, macht es schon Sinn und ist auch richtig und wichtig, wenn man sich mit Erkrankungen und auch Krankenhäuser oder auch allgemein Verpflegung beschäftigt und Ernährung zu überlegen, welchen Relevanz hat das für unsere Gesundheit. Und Sie sehen hier schon, dass es eine hohe Relevanz hat. Und darum soll es auch im Folgenden nochmal gehen. Wenn wir denn über Ernährung denken oder nachdenken, Ernährung und Erkrankung, dann fällt wahrscheinlich den meisten von uns sofort erstmal das große Thema des Übergewichts ein, der Adipositas, also etwas, was ja in den letzten 20, 30 Jahren erheblich zugenommen hat und auch zukünftig nochmal weiter eine dominante Rolle spielen wird in unserem Gesundheitssystem und auch den Ressourcen, die wir benötigen werden in Zukunft für Gesundheit. Aber es gibt auch die andere Seite der Medaille, nämlich sozusagen die Frailty, die Gebrechlichkeit, die dadurch gekennzeichnet ist, eben, dass die Menschen fehlernährt sind oder mangelernährt sind. Das können einzelne Substanzen sein, das können aber auch sozusagen ein Energiemangel sein, der dazu führt, dass eben halt zum Beispiel die Muskulatur schwindet, dass insgesamt die Menschen nicht mehr so funktional sind und dass sie hier dann auch zusätzliche zu ihrer bestehenden Erkrankung Einschränkungen oder auch Risiken entwickeln. Fange ich mal an mit dem Thema zum Beispiel Übergewicht und Adipositas. Ich habe mir mal einen Teilaspekt mitgebracht hier, nämlich das ist das große Gebiet für Blutzuckererkrankungen, also Diabetes. Also wenn Menschen einen erhöhten Blutzucker haben, also ein metabolisches Ungleichgewicht. Und das Ganze ist gekoppelt auch ganz eng mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da komme ich gleich zu. Wenn man mal schaut in deutschen Krankenhäusern, wenn sie alle Patienten nehmen und screenen würden, bei wie viel dieser Patienten gibt es Leute, die ein Blutzuckerproblem haben. Da sehen wir eben halt, dass 18% aller Krankenhauspatienten mit einem Diabetes haben. Und wir wissen, dass wer im Krankenhaus liegt und einen Diabetes hat, in der Regel länger im Krankenhaus verbleibt und auch ein höheres Risiko hat, dass das Ganze vielleicht ein fatales Outcome nimmt. Und die andere Frage, welche Rolle spielt die Ernährung da? Wenn Sie mal alle Leitlinien schauen, die es so gibt zum Thema von Diabetes, also Leitlinien sind da quasi die Evidenz für bestimmte Behandlungswege, die man bei diesen Patientinnen und Patienten sozusagen einschlagen soll, dann ist immer so, dass die Basis letztendlich doch auch bei der Ernährung liegt und das ist auch, glaube ich, allen nachvollziehbar, dass Ernährung einen Einfluss hat auf Blutzuckerspiegel, auf metabolisches, also auf Stoffwechselveränderungen und auch Risiken, die sich ergeben. Und Ernährung sozusagen auf Basis einer so mediterranen, also einer pflanzenbasierten, überwiegend pflanzenbasierten Kost mit viel Obst, viel Gemüse, deutlich reduzierten Fleischanteilen, wenig sozusagen Limonaden oder anderen zuckerhaltigen Getränken. Das ist quasi die Basis. Und die möchten wir natürlich auch unseren Patienten im Krankenhaus zukommen lassen, wenn die dort sind, eben damit wir möglichst eine gute Blutzuckereinstellung und damit auch eine gute Stoffwechseleinstellung kriegen, was den Verlauf der Erkrankung sicherlich begünstigt. Dass das Ganze auch Sinn macht, hier nochmal eine andere Untersuchung. Hier hat man über 1000 Patienten untersucht, die schon mal ein Herz-Kreislauf-Problem hatten, also einen Schlaganfall oder einen Schlaganfall. Und hat dann die eine Gruppe geschult, dass sie sich eben halt in Anführungszeichen mediterran basiert, also was ich gerade aufgezählt habe, ernähren und die andere mit einer Low-Fat-Ernährung weiter beobachtet und das Ganze über einen längeren Zeitraum von mehreren Jahren und hat dann geschaut, sozusagen, wie häufig kommt es bei den verschiedenen beiden Patientengruppen wieder zu einem Event im Sinne eines erneuten Herzinfarktes oder einem neuen Schlaganfall. Und Sie sehen eben halt, auch wenn es ganz klein ist, nur dass es hier eine rote Linie gibt, die deutlich geringer das Risiko hat als eine blaue Linie. Die rote Linie, das ist hier mal die Menschen, die umgestellt haben ihre Ernährungsweise, während die blauen letztendlich in ähnlicher Weise Fett weitergemacht haben oder in Low Fat waren. Und wenn man das dann in einem Rechenmodell einbringt, dann können Sie durch eine Ernährungsumstellung auf eine überwiegend mit viel Obst, Gemüse, wenig Fleisch, also eine so eine mediterrane Ernährung,
eine Risikoreduktion um 26% erreichen. Das heißt also, jeder vierte bis fünfte Schlaganfall, der sonst passieren würde, können Sie damit verhindern. Woran mag das liegen? Gerade zum Beispiel, wenn wir das Thema über Blutzucker, wenn wir das Thema Stoffwechselveränderung haben, wissen wir, dass die Nahrungsfette hier eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Da gibt es die guten und die weniger guten Fette. Die schlechteren Fette sind die sogenannten Transfette oder die gesättigten Fette, die überwiegend in tierischer Nahrung oder in tierischen Produkten vorkommen. Und dann gibt es die ungesättigten, die einfach und mehrfach ungesättigten Fetten, die Sie hier schon aus den Bildern ersichtlich überwiegend in pflanzlicher Ernährung vorkommen. Und je mehr wir die Fette ersetzen, weg von den Transfetten, gesättigten Fetten hin zu den ungesättigten oder mehrfach ungesättigten Fetten, umso besser können wir das Risiko, das heißt also, wenn es hier nach unten geht, das Risiko senken, dass eben halt kardiovaskuläre Ereignisse, Herzinfarkt und Schlaganfall auftreten. Und das kann man nochmal weiter untersuchen. Dann ist man die Frage, haben bestimmte Kohlenhydrate, Auftreten von Mortalität, also von Sterblichkeit im Rahmen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen einen Effekt? Sie alle haben vielleicht schon mal gehört, diesen Begriff Low Carb, also möglichst wenig Kohlenhydrate nehmen. Das ist ja häufig damit verbunden, dass Sie dann einen Teil der Energie auch irgendwo herbeziehen müssen, damit Sie in Anführungszeichen auch ausreichend Energie aufnehmen. Das heißt, Sie erhöhen den Anteil von tierischen Produkten und sehen dann hierbei einen deutlichen Anstieg des Risikos, wie Sie hier sehen, die Kurve geht hoch. Und optimalerweise reduziert man die tierischen Fette hin, auch hier wieder zu pflanzlichen Fetten und Kohlenhydraten, um damit das Gesamtrisiko wieder zu senken. Also auch hier zeigt sich, dass für unsere kranken Patienten ein Shift in der Ernährung durchaus von Vorteil sein kann. Und dass wir das auch letztendlich unseren Patienten natürlich vermitteln möchten, beziehungsweise auch im Fall, wenn sie in unserer Obhut sind, im Krankenhaus, ihnen das auch anbieten möchten. Wobei auch klar sein muss, dass natürlich wahrscheinlich die Zeit zwischen den Krankenhausaufenthalten, weil viel länger auch mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht wichtiger ist, als die einige Tage oder ein oder zwei Wochen, wo die Patienten im Krankenhaus sind. Ein anderes Gebiet, was ich Ihnen einfach nochmal mitbringen möchte in diesem kleinen Überblick, ist das Thema der Mangel- oder Fehlernährung. Das hier sind Daten aus Holland. In Holland, muss man wissen, gab es schon eine politische Initiative vor fast 20 Jahren, dass jeder Patient, der in ein Krankenhaus kommt, gescreent wird. Also wird untersucht, ob er ein Ernährungsproblem hat. Das wird dort politisch vorgegeben als Qualitätsmerkmal und als notwendige Untersuchung. Das muss man auch nachweisen, wenn man in ein Holland-Krankenhaus geht. Das hier sind also 500.000 Patienten, die wurden gescreent. Und man sieht, dass überwiegend Menschen mit höherem Lebensalter aus der Geriatrie, aus der Onkologie, also bei Krebserkrankungen, aus der inneren Medizin, aus der Gastroenterologie, also Patienten mit Magen-Darm-Erkrankungen oder auch wiederum Onkologie, dass die ein relativ hohes Risiko haben, nämlich bei 25 bis 35% ein Ernährungsproblem zu haben, in dem Moment, wo sie ins Krankenhaus kommen. Und die Patienten, die ein Ernährungsproblem haben, das war einer von 7 im Durchschnitt, sind auch länger im Krankenhaus. Und es gibt weitere Daten, die zeigen, dass die auch ein schlechtes Outcome haben, also ein höheres Risiko, dass sie nicht wieder ganz gesund werden, im Zweifelsfall sogar sterben, wenn er als Krankenhausaufenthalt ist. Also Patienten mit einem Ernährungsrisiko, einer Fehlernährung, haben ein höheres Krankheitsrisiko. Woran liegt das? Wir wissen, dass die Muskulatur schlechter wird, diese Patienten häufiger stürzen, die Selbstständigkeit gerade bei älteren Patienten schlechter ist, wenn die schlechter ernährt sind, insgesamt eine schlechtere Lebensqualität haben und insgesamt der funktionelle Zustand einfach schlechter ist. Das möchten wir natürlich verhindern und vermeiden, beziehungsweise auch vermeiden, dass sich das im Rahmen einer Erkrankung, zum Beispiel wenn sie ins Krankenhaus kommen, sich dann entwickelt. Und die alle haben vielleicht schon mal Verwandte, Bekannte gehabt, wenn die längere Zeit sich nicht bewegen konnten, wenn die längere Zeit krank waren, dass sie dann mit reduzierter Muskelmasse einfach körperlich schwach aus einer solchen Episode kommen. Und das möchten wir optimalerweise vermindern oder verhindern, aber zumindest vermeiden, dass das sich in diese Richtung bewegt. Und dann ist eben halt die Frage, sehen Sie auf dieser Grafik hier, je höher wir nach rechts gehen, je höher ist das Risiko für diese Patienten, dass sie eine Mangel- oder Fehlernährung haben. Das kann man messen mit so einem Nutritional Risk Score. Und Sie sehen die rote Linie hier, das ist nämlich die Anzahl der Patienten, die 30-Tage-Mortalität, also die innerhalb von 30 Tagen verstorben sind.
Wir sehen, je höher das Ernährungsrisiko ist, je schlechter ist die Prognose dieser Patienten. Und die entscheidende Frage ist ja, kann ich durch eine Ernährung, zum Beispiel während der Krankheitsphase, die Morbidität, also die Krankheitslast und die Mortalität, also das Sterberisiko, senken? Dazu gab es ganz lange nur wenig Daten oder nur nicht konklusive Daten. Erfreulicherweise gab es eine Initiative der Schweizer Regierung mit Schweizer Wissenschaftlern, die das bei einer großen Gruppe von Patienten, nämlich über 5000 Patienten gescreent und über 2000 Patienten behandelt, untersucht haben, was ist, wenn ich diesen Patienten eine Ernährungsbetreuung, ein Ernährungsmanagement an die Seite stelle, was sicherstellt, dass sie ausreichend Energie und Eiweiß kriegen, vielleicht die Vitamine ersetzt kriegen oder wenn was bestimmte Ernährungsprobleme sind, die entsprechend auch behandelt werden. Und was man zum einen sieht, ist, wenn sie das machen, das sind die roten Balken, ist die Interventionsgruppe, also die Gruppe, die ein solches Ernährungsmanagement genossen haben. Und das andere ist die ganz normale Krankenhausgruppe, also die im ganz normalen Routinebetrieb des Krankenhauses verblieben sind. Sie sehen, dass man mehr Kalorien aufnimmt während der Krankheitsphase und mehr Eiweiß, also sprich nicht nur die Quantität der Ernährung, sondern auch die Qualität der Ernährung bei dieser Gruppe war besser. Und die entscheidende Aussage ist eigentlich hier, wenn man das macht, dann kann man die 30 Tage Mortalität, nämlich die Sterberate im Krankenhaus senken. Ja, und Sie müssen ungefähr 25 Patienten behandeln, um eine schwere Komplikation, wie eine Lungenentzündung, Intensivaufenthalt etc. zu vermeiden. Oder Sie müssen 37 Patienten eben halt mit solchen Ernährungsmanagement behandeln, um einen Todesfall zu vermeiden. Das nennt man dann die Number Needed to Treat. Das ist so eine Kenngröße in der Medizin, die uns sagt, wie effektiv ist eine Maßnahme. Nur vielleicht für die, die auch aus dem Medizingebiet kommen, nochmal hier so ein paar Vergleichszahlen. Wenn Sie einen Herzinfarkt gekriegt haben, gibt es einen Blutverdünner, Clopidogrel. Da braucht man so auch so 25 bis 40 oder auch Lipidsenker. Ja, wenn man zum Beispiel einen Herzinfarkt vermeiden möchte, müssen Sie 122 Patienten behandeln oder Heparin spritzen, um eine Thrombose im Bein zu verhindern, brauchen Sie 470 Patienten. Dagegen sind die 25 bzw. 37 Patienten, die in dieser Effort-Studie, nämlich dieser Ernährungsinterventionsstudie verbraucht haben, doch ein sehr guter Wert. Was ich eigentlich nur aussagen will, ist, es lohnt sich, diese Patienten anzuschauen, diese Patienten zu identifizieren und es lohnt sich, an der Qualität und Quantität der Ernährung immer im Krankenhaus zu arbeiten. Und es hat nicht nur sozusagen den Endpunkt Mortalität, sondern auch die Funktionalität und Lebensqualität wird durch eine solche Intervention verbessert. Und das heißt nicht, dass diese Patienten alle jetzt künstlich ernährt wurden, dass sie jetzt irgendwelche Infusionen erhalten haben oder über eine Sonde in den Magen-Darm-Trakt ernährt wurden, sondern wie Sie hier sehen, 91% der Patienten hatten nur eine Änderung der Krankenhauskost. Also das Essen, was ausgeliefert wurde über die Küche, wurde angereichert und bei einigen wurden auch zusätzlich noch solche Trinksupplemente eingesetzt. Also eine niederschwellige Maßnahme und nur ganz wenige, nämlich nur 20 Patienten überhaupt von diesen über 900 Patienten hatten eine invasive, also eine Art künstliche Ernährung. Also es geht hier primär tatsächlich um Krankenhauskost, um das tägliche Essen, was bei diesen Patienten verabreicht wird. Und es geht darum, dass sich jemand kümmert und dieses Essen anpasst an die Krankheitssituation dieser Patienten. Und heute müssen wir uns ja auch mal über Kosten überlegen. Natürlich, wenn Sie so etwas machen, braucht es auch Personal, das sich darum kümmert. Und es braucht natürlich auch den Einsatz in der Küche, dass entsprechendes Essen bereitgestellt werden kann. Und da gab es auch eine Kostenanalyse für diese. Die zeigt eben halt, wenn Sie nur die Patienten nehmen, wo die Intervention machen, dann hat man einen Kostenvorteil von knapp 200 Euro pro Krankenhausaufenthalt. Und wenn Sie für alle 2000 Patienten, die untersucht wurden hier, dann war es nur 18 Euro, eben halt, weil Sie natürlich also Screening etc. vor allem einsetzen müssen. Das heißt, das, was ich Ihnen zeigen wollte oder vielleicht als kleinen Einstieg in diese hoffentlich spannenden 2,5 Stunden geben wollte, ist, es macht Sinn, ein Ernährungsmanagement in der Klinik einzuführen. Das muss natürlich strukturiert sein. Dazu muss es Prozesse geben. Dazu muss es aber auch letztendlich das Angebot geben aus der Krankenhausküche, dass man auch das Werkzeug in der Hand hat für eine qualitative und gesunde Ernährung. Das ist etwas, was wir letztes Jahr zum Beispiel von der Europäischen Dachgesellschaft, der ESPEN, zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation in der sogenannten Vienna Declaration, Nutritional Care is a Human Right, zusammengefasst haben, dass eben halt auch kranke Menschen letztendlich Ernährungstherapie brauchen.
Und es deckt sich sehr gut mit der Planetary Health Ernährung. Der ein oder andere, der sich mit dem Thema schon beschäftigt hat, wird schon festgestellt haben, dass sich da Elemente wiederfinden. Auch hier ist ja so, Ernährung hat ein sehr großes Potenzial, nicht nur für unsere Gesundheit, sondern auch für unsere Umwelt, um hier auch langfristig gute Ergebnisse zu erreichen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für diese spannenden, einführenden Worte. Sie haben schon die perfekte Überleitung gemacht für unseren zweiten Vortrag, Krankenhausverpflegung und planetare Gesundheit. Den wird Dr. Med. Lisa Pörtner halten. Lisa Pörtner ist Fachärztin für Innere Medizin mit Zusatzbezeichnung Geriatrie und Ernährungsmedizin. Nach langjähriger klinischer Tätigkeit ist sie aktuell als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Klimawandel und Gesundheit in der Charité und am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung tätig und forscht dort zu gesunder und nachhaltiger Verpflegung an Gesundheitseinrichtungen. Außerdem ist sie bei KLUG, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, für den Bereich Ernährung und Planetary Health zuständig. Herzlich willkommen, Lisa. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Ich hoffe, man sieht meine Folien. Dann gehe ich nämlich, genau, das war die perfekte Überleitung, eben jetzt zu meinem Vortrag über. Und ich freue mich, dass ich jetzt im Anschluss an die hervorragende Darstellung der Wichtigkeit der Ernährung, Relevanz der Ernährung für die individuelle Gesundheit zum Thema Ernährung und planetare Gesundheit, speziell jetzt Krankenhausverpflegung und planetare Gesundheit, sprechen kann. Ich habe das heute in drei Teile grob unterteilt. Ich möchte einmal noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum die Ernährung denn so wichtig ist für die planetare Gesundheit. Im zweiten Teil spreche ich darüber, wie da die Krankenhausverpflegung einzuordnen sind, welche Umweltauswirkungen wir hier kennen. Und abschließend soll es natürlich darum gehen, wie denn eine planetar gesunde Ernährung in Kliniken aussehen kann. Ich starte gleich mit diesem Bild, dem Bild der planetaren Grenzen. Das kennen sicherlich auch schon sehr viele Zuschauende. Und zwar ist es so, dass Wissenschaftler neue biophysikalische Systeme auf dieser Erde definiert haben, deren Stabilität für das langfristige gesunde Überleben der Menschen auf dieser Erde essentiell ist. Und zu diesen planetaren Systemen gehört zum Beispiel eben auch unser Klimasystem, die Artenvielfalt, die Landnutzung und so weiter. Und leider ist es so, wissen wir, dass mittlerweile 6 dieser 9 planetaren Grenzen, die es gibt, überschritten ist. Das heißt, wir befinden uns hier bereits im Gefahrenbereich. Und wenn wir uns in diesem Kontext die Bedeutung der Ernährung anschauen, wissen wir, dass die Ernährung einer der Haupttreiber ist für die Überschreitung der planetaren Grenzen. Sie ist beispielsweise verantwortlich für 70% der Frischwassernutzung weltweit, verursacht ca. 1/3 aller Treibhausgasemissionen, ist für ca. 80% des Artensterbens an Land verantwortlich. Und wir nutzen bereits auch ca. die Hälfte aller bewohnbaren Landflächen für unsere Ernährung. Also unser Ernährungssystem ist hier ganz, ganz entscheidend bei der Überschreitung der planetaren Grenzen. Und ein weiterer wichtiger Fakt ist, dass hauptverantwortlich für diese negativen Umweltauswirkungen die Produktion tierischer Lebensmittel ist. Ich habe hier nur eine der planetaren Grenzen, eine der wichtigsten im aktuellen Zeitalter herausgegriffen, nämlich die Klimakrise. Wir wissen, dass jegliche Klimaziele ohne eine massive Ernährungstransformation unerreichbar sind. Es gibt eine Modellierung, die vor kurzem veröffentlicht wurde, die zeigt, dass wenn wir unser Ernährungsverhalten beibehalten bei wachsender Weltbevölkerung, so werden wir allein durch unser Ernährungssystem bis Ende des Jahrhunderts eine weitere Erderwärmung um 0,9 Grad Celsius erleben, auf die 1,2 Grad drauf, die wir aktuell schon quasi erreicht haben. Und die Studie benennt auch ganz klar, dass ungefähr 80% dieses Erwärmungspotenzials bis Ende des Jahrhunderts auf lediglich 3 Lebensmittelgruppen zurückzuführen ist, nämlich führend auf Fleisch, aber auch auf Milchprodukte und Reis. Genau, jetzt ist es ja so, dass wir eben gehört haben, dass unsere Ernährung sehr viel zu tun hat mit unserer individuellen Gesundheit. Darüber hinaus gibt es aber weitere Gesundheitsebenen, für die unser Ernährungsverhalten extrem relevant ist, von der Public Health oder auch Global Health, also Ebene der Gesundheit der Weltbevölkerung, bis hin zur Ebene der planetaren Gesundheit, um die es ja heute gehen soll. Und das Konzept der planetaren Gesundheit beschreibt eben die Abhängigkeit der Gesundheit des Menschen von dem Zustand unserer Umwelt.
die massive Überschreitung der planetaren Grenzen, die ich initial gezeigt habe, bleibt nämlich nicht ohne Folgen, sondern hat zunehmende und drastische Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen weltweit. Und da unser Ernährungssystem hier maßgeblicher Treiber der Überschreitung dieser Grenzen ist, ist unser Ernährungssystem eben direkt oder auch indirekt an vielen negativen Gesundheitseffekten im Sinne der planetaren Gesundheit beteiligt. Das reicht beispielsweise von der zunehmenden Häufigkeit von Extremwetterereignissen im Rahmen der Klimakrise wie Hitze oder Überschwemmungen, aber auch einem steigenden Risiko für Infektionserkrankungen und Pandemien, über die Bedrohung unserer Nahrungs- und Wassersicherheit, Luftverschmutzung und auch die Beeinträchtigung unserer psychischen Gesundheit, um hier nur einige Beispiele zu nennen. Genau, also wir sehen, die Ernährung ist extrem wichtig für die Gesundheit des Planeten und für die planetare Gesundheit. Und damit schwenke ich jetzt auch einmal zum Thema Ernährung im Krankenhaus und Umweltaspekte in diesem Kontext. Wenn wir uns einmal die Daten anschauen, dann wissen wir, dass unser Gesundheitswesen insgesamt für ungefähr 4,6% aller globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Und der Großteil dieser Treibhausgasemissionen im Gesundheitswesen sind sogenannte Scope-3-Emissionen. Sie stammen also aus der Lieferkette. Wir sehen das einmal hier links abgebildet für das englische Gesundheitswesen. Wir sehen, dass hier ein Teil der Emissionen beispielsweise aus Gebäude und Transport kommt. Aber ein großer Teil ist eben hier auf die Lieferkette. Das sind in der Regel circa 3/4 aller Emissionen, die auf die Lieferkette zurückzuführen sind. Medizinische Ausrüstung, beispielsweise Pharmazeutika, aber auch andere Lieferketten. Und darin eingeschlossen ist eben auch die Ernährung. Wir haben gleichzeitig zu den Emissionen aber auch einen steigenden Verbrauch von Ressourcen im Gesundheitswesen. Beispielsweise gibt es da auch Daten aus Deutschland, die zeigen, dass der Ressourcenverbrauch kontinuierlich ansteigt und dass ca. 1/4 des Ressourcenverbrauchs im Gesundheitswesen auf die Produktion von Nahrungsmitteln und Getränken zurückzuführen ist. Und in diesem Gesamtkontext ist es natürlich so, dass Krankenhäuser aufgrund ihres hohen Ressourcenverbrauchs, ihres hohen Energieverbrauches und ihrer Gesamtumweltauswirkungen wirklich Schlüsselakteure sind, um den ökologischen Fußabdruck des Gesundheitswesens zu senken. Wenn wir uns dann jetzt einmal ganz konkret anschauen, welche Umweltauswirkungen hat denn die Verpflegung im Krankenhaus, auch im Vergleich zu anderen Bereichen im Krankenhaus? Hier gibt es noch relativ wenig Studien, die auch häufig unterschiedliche Methodiken nutzen und daher auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Es gibt eine Studie, die sich die Schweizer Krankenhäuser angeschaut hat, die zeigt, dass 17% der Emissionen eines Krankenhauses auf die Verpflegung zurückzuführen sind. Eine relativ neue Studie aus den USA, die die Emissionen der Ernährung auf ca. 30% pro Patientenbett quasi beziffert, die aber einige Bereiche des Krankenhauses außen vor lässt, beispielsweise das Gebäude. Die Studie von Keller aus der Schweiz hat eine sehr, sehr gute Methodik und hat hier wirklich einmal alle Bereiche des Krankenhauses aufgeschlüsselt, und zwar nicht nur für die Emissionen, sondern für verschiedene Umweltauswirkungen. Das sehen wir hier jeweils in Senfgelb abgebildet. Wir sehen hier, das habe ich eben schon genannt, ca. 17% der Treibhausgasemissionen durch die Ernährung, aber auch ein Großteil, also auch in allen anderen Bereichen ist es so, dass ein großer Teil jeweils durch die Ernährung im Krankenhaus bedingt ist. Also beispielsweise ein Großteil der Feinstaubbelastung, die durch ein Krankenhaus verursacht wird. Feinstaub hat ja wiederum auch sehr starke wichtige Gesundheitsauswirkungen oder ein großer Teil der Landnutzung. Und das zieht sich hier eben durch alle Bereiche durch. Also ein Großteil aller Umweltauswirkungen ist eben auf unsere Ernährung zurückzuführen. Und was hier natürlich fehlt, was ganz, ganz wichtig ist, ist die Biodiversität. Die Auswirkungen hier sind sehr schwer zu quantifizieren, aber wie ich initial schon genannt hatte, ist unser Ernährungssystem hier eben auch ganz, ganz führend. Was wissen wir jetzt zur Ernährung in deutschen Krankenhäusern? Ich habe hier einmal zwei schöne Bilder mitgebracht und ein paar Zahlen. Und zwar ist es so, dass Stand 2021 wir ungefähr 1.900 Krankenhäuser in Deutschland haben.
bei einer Vollauslastung dann 21 Millionen Belegungstage. Und das bedeutet natürlich, dass potenziell 360 Millionen Mahlzeiten pro Jahr in deutschen Krankenhäusern zubereitet und verzehrt werden. Es gibt zu diesen Mahlzeiten kaum Daten. Also wir haben einen sehr, sehr schlechten Überblick darüber, wie die Verpflegung in deutschen Kliniken aussieht. Es gibt keine verpflichtenden Standards bezüglich der Krankenhausernährung. Es gibt auch keine Kontrollen der Ernährung, abgesehen von Hygienekontrollen in der Küche. Und genau, und eben, wie ich das sagte, kein Monitoring. Wir wissen dazu fast gar nichts. Wir führen gerade an der Charité und am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die NERSH-Studie durch, die von der DWU gefördert ist und sich eben die Situation der Verpflegung in deutschen Gesundheitseinrichtungen anschaut. Und eine unserer Forschungsfragen ist, wie gesund und umweltfreundlich denn die Verpflegung in deutschen Gesundheitseinrichtungen ist. Ich habe hier nur ein paar vorläufige Daten mitgebracht. Und zwar haben wir gesehen, dass Fleisch- und Milchprodukte, das ist wenig überraschend, für den Großteil der Emissionen im Verpflegungsbereich verantwortlich sind. Wir sehen außerdem, dass die Kalorien, die die PatientInnen im Rahmen der Mittagsverpflegung zu sich nehmen, aus sehr wenigen Lebensmittelgruppen stammen. Es gibt Häuser und Menülinien, da sind es mehr als die Hälfte der Kalorien, die auf rotes Fleisch und Kartoffeln zurückzuführen sind. Und wir sehen, dass die Übereinstimmung der Verpflegung in den Kliniken mit den Empfehlungen der Planetary Health Diet sehr gering sind. Genau, dann will ich abschließend einmal darauf schauen, wie kann denn jetzt eine zukunftsfähige Ernährung im Krankenhaus aussehen? Wir können uns hier an den vorgeschlagenen Maßnahmen für die Gemeinschaftsverpflegung orientieren, denn dazu gehört ja die Krankenhausverpflegung auch. Und hier gibt es eben verschiedene Maßnahmenbereiche, in denen Kliniken tätig werden können. Das beginnt von der Herstellung der Nahrungsmittel. Also ich kann schauen, ist das beispielsweise ein Bio-Lebensmittel, was eingekauft wird, und natürlich auch, welche Lebensmittel kaufe ich ein. Transport, also ist das regionale Ware oder internationale Ware. Ein weiteres Handlungsfeld ist die Zubereitung des Essens. Hierbei ist es natürlich, welche Küchengeräte nutze ich, welche Form der Energie benutze ich, ist es fossile Energie oder erneuerbare Energie. Dann, welches Essen biete ich an? Also was ist auf dem Teller schlussendlich? Wie groß sind die Portionen und so weiter? Und ein weiteres Handlungsfeld ist dann eben auch, sind dann Lebensmittelabfälle und auch Entsorgung von Lebensmittelabfällen. Hier gibt es also ein recht breites Handlungsfeld. Und hierbei ist ganz, ganz wichtig, dass man sich genau anschaut, welchen Effekt denn diese verschiedenen Maßnahmen haben. Und hier gibt es eine Studie aus Italien, die das einmal für die Gemeinschaftsverpflegung berechnet hat und festgestellt hat, dass eben 78% der Emissionen im Catering-Bereich aus der Nahrungsmittelproduktion stammen. Und sie haben hier mit Lebenszyklusanalysedaten geschaut, wie effektiv verschiedene Maßnahmen sind, um die Treibhausgasemissionen der Ernährung zu reduzieren. Von minus 0,2% Reduktion bis zu einer Reduktion von 32%. Also hier gibt es eine sehr große Spanne. Und hier zeigt sich, dass die Wahl regionaler Produkte tatsächlich nur eine Reduktion der Emissionen um 0,2% bedingt. Dabei ist das ja ein Aspekt, der auf institutioneller, aber auch politischer Ebene meist am häufigsten oder vordergründigsten diskutiert wird. Es zeigt sich, dass die nachhaltige Herstellung der Lebensmittel, also beispielsweise im Rahmen der Biolandwirtschaft, ein Reduktionspotenzial von ca. 11% beinhaltet. Und die bei weitem potenteste Maßnahme für die Reduktion von Treibhausgasemissionen ist aber der Ersatz von fleischhaltigen durch vegetarische Gerichte. Also weit abgeschlagen, dies die effizienteste Maßnahme, um Treibhausgasemissionen und auch weitere Umweltauswirkungen im Ernährungsbereich zu reduzieren. Und tatsächlich fand ich das ganz interessant, eine amerikanische Studie, die jetzt gezeigt hat, dass es sogar einen doppelten Benefit hat. Sie haben gezeigt, dass die Treibhausgasemissionen pro Mahlzeit natürlich deutlich sinken von der fleischhaltigen Mahlzeit zur vegetarischen Mahlzeit. Und gleichzeitig sieht man, dass beispielsweise auch weniger Lebensmittelabfälle übrig gelassen werden von den PatientInnen, wenn sie eine vegetarische Mahlzeit erhalten, im Gegensatz zu einer fleischhaltigen Mahlzeit. Genau, das heißt, wenn wir den Weg gehen zu mehr Planetary Health in der Klinikküche, so müsste es eigentlich selbstverständlich sein,
dass wir den Anteil tierischer Lebensmittel in der Verpflegung reduzieren. Ich fand diese Aussage noch ganz interessant in einem Übersichtsartikel im New England Journal of Medicine, dass wir eben analog zur Reduktion oder zur Entfernung von Tabak in Gesundheitseinrichtungen auch ganz, ganz dringend eben die nicht nachhaltige, den nicht nachhaltigen Konsum von Fleisch und Milchprodukten reduzieren müssen. Und Herr Okenga hat es eben auch schon genannt, ein Leitfaden kann hier sein, die Planetary Health Diet als eine individuell gesunde Ernährung, die die planetaren Grenzen berücksichtigt und eben sehr stark pflanzenbasiert ist. Ganz, ganz wichtig ist sicherlich, dass wir das besondere Klientel, Patientenklientel auch berücksichtigen und für bestimmte Patientengruppen und individuelle PatientInnen hier auch eine ernährungsmedizinische Begleitung bereitstellen, ein Screening durchführen und individuelle Bedürfnisse berücksichtigen. Genau, sodass wir als Praxis festhalten können, dass die Ernährungsumstellung an Kliniken eine Chance, eine große Chance darstellt für die individuelle und auch die planetare Gesundheit. Wenn wir uns die Effizienz der Maßnahmen anschauen, so ist die wichtigste Maßnahme die Reduktion der tierischen Lebensmittel und eine stärker pflanzenbasierte Ernährung. Und wir erreichen damit eben auch eine gesundheitsfördernde und präventiv wirksame Ernährung. Durch eine solche Ernährung können wir eine direkte Reduktion der Umweltauswirkungen der jeweiligen Klinik erreichen, aber auch darüber hinaus natürlich eine positive Beeinflussung von PatientInnen und Angestellten und deren Verhalten, dann auch im Weiteren im ambulanten Bereich. Wir dürfen nicht vergessen, dass alle MedizinerInnen auch einen Teil ihrer Ausbildung im Krankenhaus durchführen und hier eben auch wichtiges Wissen mit in den ambulanten Bereich mitnehmen können. Wichtig ist, und auch dachte ich eben, wir müssen individuelle PatientInnenbedürfnisse natürlich beachten und eine adäquate ernährungsmedizinische Begleitung sicherstellen. Und ganz, ganz wichtig ist eben, dass wir es schaffen, dass wir hin zu einem Paradigmenwechsel kommen. Ernährung muss als Teil der Therapie gesehen werden und Krankenhäuser und der Gesundheitssektor können als Vorbild und als Motor der Transformation in diesem Bereich tätig werden. Und damit komme ich zum Abschluss. Ganz vielen Dank, Lisa. Ich musste meine Kamera im Anbetracht der Zeit schon anmachen, wollte dich aber nicht unterbrechen. Vielen Dank für diesen wertvollen Input. Wir haben jetzt die individuelle Ebene gesehen. Wir haben jetzt hier einen guten Überblick über die planetare Ebene bekommen und starten nun mit dem dritten Hintergrundvortrag zu den Herausforderungen in der Klinikküche. Dafür haben wir Lutz Vogrup eingeladen. Er ist ausgebildeter Koch, Küchenmeister und Ernährungsberater für Vollwertkost und Fachkoch für Seniorenverpflegung. Seit 1992 arbeitet Lutz Vogrup bei der Immanuel Albertinen-Diakonie, derzeit als Leiter Speisenversorgung am Standort Berlin-Brandenburg. Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen und Ihre Expertise. Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen und ich freue mich, dass ich bei diesen interessanten Themen meine Erfahrungen kundtun kann. Und ich gebe immer mal bitte den Hinweis zur nächsten Folie. Die Immanuel Dienstleistung GmbH ist eine Tochter der Immanuel Albertinen-Diakonie und wir bieten alle möglichen Angebote an Hauswirtschaft und Dienstleistungen an. Ich stelle uns kurz vor. Wir machen die gastronomische Speisenversorgung, eine Unterhaltsreinigung, Wäscheservice und Beratungsdienstleistungen in jeder Form. Das trifft alle Spektren in den hauswirtschaftlichen Dienstleistungen. Kann die nächste Folie? Wir planen für 2023 mit 308.000 BKTs und wir haben unter anderem einen Sommer- und einen Winterspeiseplan mit 4 Menülinien und die sind beziehen sich auf eine Vollkost, eine angepasste Vollkost, eine naturheilweise Vollkost vegan und eine naturheilweise angepasste Vollkost vegetarisch. Das ist besonders wichtig, weil wir an dieser Stelle dann ein höheres Angebot an vegetarisch oder veganen Speisen haben. Darüber hinaus bieten wir nochmal an 60 Kostformen und Kostformkombinationen und natürlich die ganz normalen Angebote wie Wahlleistungsangebote, Kinderkarte, Vollwertkarte und solche Dinge. Ich sage das vorher, damit man einfach sieht, aus welchem Bereich wir insgesamt kommen. Gerne die nächste Folie. Ähm,
Wir produzieren im Cook and Chill, haben 4 Produktionstage, machen das mit 2 Köchen. Die Hauptproduktionstage sind Montag, Dienstag und Donnerstag und Freitag und einen Küchenmitarbeiter von Montag bis Sonntag. Und wir haben in der Portionierung eine Portionierreihenfolge extra uns ausgedacht, die jetzt vom Mittagessen, Abendessen, Großgebinde und Frühstücksversorgung, das machen 5 Mitarbeiter jeweils im Früh- und Spätdienst mit 7 Stunden. Und die besonderen Herausforderungen ist immer ausreichend Personal vor Ort zu haben. Und ich komme gerne nochmal später zu dem Stichwort Personaldienstleister. Was sind unsere besonderen Herausforderungen oder die jetzt gerade aktuell für alle Krankenhausküchen irgendwie zu Buche schlagen? Das ist ein fehlendes Küchenpersonal, fehlende Fachkräfte, das beziehe ich dann hauptsächlich auf Köche, und die steigenden Kosten für Personal, Logistik intern und extern, Warenbeschaffung, Lebensmitteleinkauf, Energie, Wasser und Entsorgung und zum Teil überalterte Ausstattung in den Küchen. Also es gibt Erhebungen, die sagen, dass die Küchentechnik teilweise bis zu 20, 25 Jahre alt ist und noch darüber hinaus und die Gebäude dringend irgendwie eine Aktualisierung bedürfen. Ich lasse an der Stelle bewusst die vielfältigen Auswertungen, die es dann schon gibt von bestimmten Beratern. Gerne die nächste Folie. Fehlendes Küchenpersonal und fehlende Fachkräfte. Also ich habe mal für die Standorte Bernau und Rüdersdorf und die Hauswirtschaft im Emanuel-Krankenhaus das ausgerechnet, und es ist so, dass wir in Bernau aktuell 14% aller Stellen im Küchenbereich nicht besetzt haben, in der Küche Rüdersdorf 24% und in der Hauswirtschaft 9%. Und das ist wirklich eine Herausforderung, weil wir einfach an der Stelle nicht mehr die Versorgungssicherheit gewährleisten können oder es uns immer schwerer fällt. Und ich habe mich nochmal umgehört bei Kollegen und es sind ähnliche Zahlen vorhanden. Und warum fällt uns das immer dann so schwer, diese offenen Stellen zu besetzen, wo sie doch eigentlich ganz krisensicher sind, wo man eigentlich als Arbeitgeber doch attraktiv sein müsste? Und was uns immer wieder auffällt, ist die Anbindung an den ÖPNV. Wenn die nicht gegeben ist, dann ist es so, dass wir diese Stellen nicht nachbesetzen können. Nicht ausreichend und geeignete Bewerber, auch das ist so mittlerweile ein Thema, wo wir einfach an der Stelle auf die große Ressource Mitarbeiter nicht zurückgreifen können, weil sie einfach irgendwie nicht zur Verfügung steht oder in andere Bereiche abgewandert sind. Was die zukünftigen Mitarbeiter abhält, bei uns zu arbeiten, sind die Arbeitszeiten, Wochenendarbeit und versetzte Dienste. Die Anforderungen an die Tätigkeit, die sind so schwer, sowohl körperlich als auch für dem, was wir von den Mitarbeitern verlangen, und die thermische Belastung. In solchen Cook-and-Chill-Küchen, wie sie jetzt wieder aktuell vermehrt gebaut oder beziehungsweise ausgestattet werden, ist das schon ein großes Thema, da die Mitarbeiter permanent pendeln zwischen einer Portionierung mit 8 Grad Celsius und einer, ich sag mal, im Spülbereich gegebenenfalls zwischen 20, 25 Grad. Und was viele gehofft hatten, dass wir Mitarbeiter gewinnen können, ist, dass zum großen Teil sprachliche Barrieren vorhanden sind, die irgendwie überhaupt nicht ausgeglichen werden können, auch nicht durch irgendwelche Kurse oder ähnliche Dinge. Gerne die nächste Folie. Wir haben schon viele Sachen in die Wege geleitet und wir haben für die Mitarbeitenden oder für die Mitarbeiter eine Bezahlung angepasst. Da ist natürlich das Mindestgehalt nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Also mittlerweile zahlen wir weit über dem, was der Mindestlohn ist. Wir haben bestimmte Dinge in die Wege geleitet, wie Jobbike und Arbeitskleidung, Arbeitsschuhe, ärztliche Versorgung, die Unterstützung für Mitarbeiter und Angehörige bei der Besorgung von Arztterminen, Bezahlung von Polen aus und frei und solchen Dingen, Gutschein für außergewöhnliche Leistungen. Das ist immer wieder so, dass wir Bewerbertage machen. Der nächste ist dann für uns morgen, um bestimmte um neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Und man kann sich oder man muss immer wieder feststellen, dass die Menge an derjenigen, die sich bewerben, nicht vorhanden sind. Obwohl wir mit dem Jobcenter und dem Integrationsfachdienst und solchen Dingen überall gut vernetzt sind. Aber es kommen an der Stelle nicht genügend Bewerber zu uns. Und es ist wirklich so, dass alle Kollegen um mich herum
mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Gerne die nächste Folie. Das Thema Logistik ist ein großes Problem, oder ich sage mal, das Thema Logistik ist ein kostenintensives Problem. Wir sind ein bisschen dezentral aufgestellt und haben unsere Zentralküche in Rüdersdorf. Und alle, die mit Fahrleistung zu tun haben, wissen, dass wir die Kosten nur abfangen können, wenn wir die Anzahl der Transporte reduzieren. Das ist aber nur bedingt möglich und in Einrichtungen, die meist keine entsprechende Lagerkapazitäten haben, ist das eigentlich nicht möglich. Sodass wir, also für uns ist es so, dass wir eine Steigerung um 17% haben. Wir liegen jetzt im guten fünfstelligen Bereich. Und es besteht aktuell noch keine Möglichkeit für uns, diese Kosten irgendwie an den Endkunden weiterzugeben. Und wir müssen nochmal sehen, dass wir dann an der Stelle die Kosten reduzieren oder über einen anderen Weg reduzieren. Aber letztendlich ist es so, an diesen Logistikkosten kommen wir nicht vorbei. Also das ist wirklich ein schwieriges Thema. Und wir müssen uns zukünftig nochmal darüber Gedanken machen, wie wir gegebenenfalls Logistikkosten für externe Logistik reduzieren. Gerne die nächste Folie. Das ist, wir haben, oder für die internen Logistik in den Häusern, das ist immer so, dass Hol- und Bringedienste gebraucht werden. Wir haben uns da für den Standort Rüdersdorf eine AWT-Anlage in Betrieb und die muss natürlich entsprechend betrieben werden. Und es ist so, dass wir da mittlerweile dass diese Anlage mittlerweile in die Jahre gekommen ist und wir gerade diese Anlage neu ausschreiben. Allerdings sind die Kosten für diese Dinge eben auch entsprechend hoch. Und wir werden sicherlich nochmal darüber nachdenken, oder wir sind schon dabei, bei der nächsten Ersatzbeschaffung die Tablettgröße zu berücksichtigen und dann gegebenenfalls eine größere Kapazität durch eine Reduzierung der Fläche dieser Tabletts zu erreichen. Das reduziert den Transportaufwand und den Energieaufwand und letztendlich auch die Kosten für diese Dinge. Dann die nächste Folie. Lebensmitteleinkauf ist ein großes Problem. Also wir hatten ja in den letzten anderthalb Jahren Steigerungen um die 20-22%. Und ich habe hier zwei Beispiele rausgesucht. Leider ist die Butter bei uns das am meisten eingekaufte Lebensmittel. Und wir haben 2022 für rund 65.000 Euro Butter eingekauft für diese drei großen Küchenbetriebe in Bernau, Rüdersdorf und Wannsee. Und wir haben aber mit unserem Lieferanten vereinbart, dass gegebenenfalls, wenn denn Ersparnisse oder wenn eine Preisreduzierung möglich ist, dass die dann an uns auch weitergegeben wird. Jetzt haben wir unser extra, oder wir haben unter anderem ein Warenbeschaffungssystem, und versuchen und kontrollieren natürlich regelmäßig, ob dann diese reduzierten Kosten auch an uns weitergegeben wird. Und das Gleiche habe ich dann nochmal hier bildlich dargestellt für geschnittenen Gouda-Käse. Auch da wird von dem Lieferanten an uns diese Reduzierung im Wareneinkauf weitergegeben. Das ist insofern wichtig, weil wir einfach diese Dinge auch jederzeit im Blick haben wollen und einfach kontrollieren. Und ich kann nur jedem Kollegen empfehlen, diese Kosten im Waren- und Lebensmitteleinkauf entsprechend zu kontrollieren und seine Lieferanten da in die Pflicht zu nehmen. Das ist unter anderem ein Teil der, oder wo man dann entsprechend mit den Kosten dann zurechtkommen könnte. Die nächste Folie. Wir haben uns, oder was ich empfehlen kann und was die Herausforderung ist, ist einfach, dass man tagaktuelle Kalkulationen hat, in dem Fall, welches System jeder nutzt, ist im Prinzip jedem selber überlassen. Wir haben uns in dem Fall für Sanalogik entschieden. Was ganz wichtig ist, dass man wirklich eine Küchensoftware hat, die abbildet entsprechend die Preise und die Kalkulation und die Rezepturen und alles, was damit zusammenhängt. Also ich habe hier sehen Sie, vom 31.05., also sind aktuelle Daten. Und wir haben dort wirklich eine Reduzierung oder eine Anpassung der Portionsgrößen an,
an die Essgewohnheiten der Patienten durchgeführt und können natürlich dann auch nochmal eine Reduzierung der Kosten für den Lebensmitteleinkauf und dann für die Entsorgung entsprechend anpassen. Das sind so Dinge, die, es ist eine, ich sage für mich immer die Basis, immer, wenn ich nicht weiß, was ich ausgebe, dann kann ich natürlich auch nicht sagen, wo es jetzt entsprechend die Möglichkeit, irgendwas zu reduzieren. Zum anderen haben wir Portionsgrößen angepasst. Das sieht man hier ganz gut. Ein Schweineschnitzel hat bei uns nur noch 80 Gramm. Sicherlich ist das nicht für einen großgewachsenen Mann nun die erfüllbare oder das Schnitzel, was er sich so vorstellt. Aber ich denke, dass wir mit den Ernährungswerten, die wir dann über dieses System ebenfalls abbilden können und den Nährwerten dann trotzdem dem Energiebedarf gerecht werden. Wir sind durch die verschiedenen Kostformen, nämlich der NHW, also Naturheilweise und für die leichte Vollkost und Vollkost, haben wir mittlerweile einen Anteil an vegetarischen und pflanzenbasierten Speisen im Durchschnitt, ich habe es mal für diese Kalenderwochen 16, 17, 18 ausgerechnet, sind es 69%. Bei uns, also mein Ziel ist, dass wir so um die 80% kommen. Einfach schon alleine aus dem praktischen Grund, dass ich sage mal, eine Gemüse oder der Preis für Gemüse meistens geringer ist als der für Fleisch. Abgesehen davon wollen wir natürlich auch ein Angebot unterbreiten, was pflanzenbasiert ist, weil es einfach den Leuten gut tut. Ne? Und ich habe hier einfach mal, es gibt ein Beispiel für den Freitag am 2.6., da gibt es überhaupt kein Fleisch, also überhaupt in der Mittagskomponenten. Wie gesagt, diese 69% beziehen sich auf die Mittagsmahlzeiten und es gibt eigentlich kein Großteil, also wir haben entsprechendes Qualitätsmanagement, die uns reflektiert, wie die Speisen angenommen werden. Wir machen natürlich auch ein Monitoring in den Dingen, die jetzt an Speiseabfällen zurückkommen und auch da zeigt es uns nicht so sehr, als dass wir da jetzt einen großen Widerspruch erleben, ne? Oder einen Aufschrei in der Nation, dass man jetzt mehr Gemüse essen muss. Also das ist, an der Stelle ist dem nicht so. Gerne die nächste Folie. Um den gestiegenen Kostendruck an der Stelle auch nochmal gerecht zu werden, ist es so, ich finde, dass wir uns mehr in diese Wertschöpfungskette wieder einbringen müssen. Und das, ich habe jetzt hier mal ein Beispiel rausgenommen. Oder ich habe zwei Beispiele, da kommt noch eins. Für ein Eintopfgericht, was als High Convenience eingekauft werden kann, komme ich auf einen Portionspreis von 3,74 Euro. Sicherlich, es gibt auch andere Leute, die mir dann sagen, ja, in der Vollkostenrechnung kannst du das nochmal ganz anders darstellen. Aber jetzt, wenn ich mir den Süßkartoffel-Gemüse-Eintopf selber koche, beziehungsweise durch meine Kollegen das machen lasse, dann habe ich einen Wareneinsatz von 72 Cent. Das ist für mich so ein Beispiel, wo ich dann sage, also dann lasst es uns wirklich selber kochen. Das ist ein Produkt, was allen Leuten gut tut. Ich habe das für fast alle Kostformen, weil ich in dem Fall eben auch keine tierischen Produkte mehr verwende. Wir binden das extra mit Reismehl ab. Das ist nochmal für die ganze Diätetik nochmal eine ganz günstige Angelegenheit, weil an der Stelle wir dann auch nochmal alle glutenfreien Kostform mit bedienen können, ohne einen zusätzlichen Aufwand zu haben. Und wie gesagt, die Kosten sprechen an der Stelle für sich. Gerne nochmal die nächste Folie. Ich habe das Ganze gleiche nochmal gemacht. Also wir stellen ein großes Portfolio an süßen und herzhaften veganen Aufstrichen, weil wir konzentrieren uns zwar immer auf das Mittagessen, aber ich denke, eine große Ressource liegt einfach auch nochmal bei Frühstück und Abendessen. Und ich habe jetzt hier einfach mal einen industriell hergestellten Brotaufstrich verglichen mit dem, was wir selber herstellen. Und dann sieht man schon, der industriell hergestellte kostet 32 Cent. Sicherlich klar durch die Verpackung und all diese Dinge und den Transport durch den Grossisten. Und in der Kalkulation, das ist das, was hier unten sind, die süßen Aufstriche, die liegen so zwischen 5 und 11 Cent. Und die herzhaften, die liegen zwischen 4 und 7 Cent. Also das ist nochmal, und wir wissen an der Stelle, was drin ist. Das wird von der Naturheilkunde gerne genommen. Mittlerweile partizipieren auch die anderen Einrichtungen davon, weil wir das in der Schmerztherapie mit einsetzen. Da sind weder Konservierungsstoffe drin, noch irgendwelche anderen Dinge.
Wir können auf diese Produkte aufgrund der guten Herstellungspraxis 5 Tage ab Herstellungsdatum Verbrauchsdatum geben. Und es ist so, dass mittlerweile selbst das Küchenpersonal diese Dinge wirklich sehr gerne isst zu ihren Frühstückspausen. Und also auch da wieder die Möglichkeit, dem Kostendruck zu entgehen, wenn wir uns in diese Wertschöpfungskette wieder mit einbringen und ein gesundes und ein gutes Lebensmittel herstellen und ein Angebot unterbreiten, wo dann die Leute sagen, naja, also ich habe jetzt im Krankenhaus mal das und das und das gegessen und jetzt würde ich gerne mal eben das auch selber ausprobieren und ich frage einfach mal ein Rezept an. Also das funktioniert an der Stelle ganz gut. Kennt ihr die nächste Folie? Energie, Wasser, Abwasser, Medien, das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil wir haben in den letzten Jahren wirklich eine erhebliche Kostensteigerung erlebt. Und die billigste Investition an der Stelle, die ich allen Kollegen ans Herz legen kann, ohne jetzt, ich kann Ihnen sagen, dass wir ungefähr mittlerweile seit 2015 an Wasser und Energie uns sich die Preise verdoppelt haben. Wir liegen da jetzt knapp bei 25.000 Euro für den Küchenbetrieb Rödersdorf. Aber das ist die billigste und effektivste Maßnahme, ist erstmal unsere eigenen Mitarbeiter zu sensibilisieren für dieses Thema. Auslastung der Geräte bei Benutzung. Also ich erlebe immer wieder mal, dass irgendjemand einen Kombidämpfer einschaltet mit 20 Einheiten und da nur ein Diendblech drin hat. Und dann frage ich mich schon immer, wenn die Dinger wirklich eine Leistungsaufnahme von rund 25 kW haben, warum muss ich so ein Gerät so einstellen? Also auch da ist es wichtig, das Personal mitzunehmen, permanent zu schulen, zu unterweisen, die Geräte nicht unbedingt im Standby laufen zu lassen über den ganzen Tag. Ich weiß, dass bestimmte Hersteller das empfehlen und sagen, schalt die nicht so oft ab, sondern lass sie einfach laufen. Aber es ist wirklich ein großes Problem. Gerade sonst sind diese immensen Kosten für diese Geräte sind wirklich sonst nicht zu handeln. Wasserqualität, ich habe das ganz bewusst aufgeschrieben, weil ich immer wieder feststelle, dass unsere großen Spültechnik und diese und auch die Kombidämpfer und diese Gartechnik sehr sensibel auf eine schlechte Wasserqualität reagieren und im Regelfall dann diese Technik den Dienst versagt. Das ist wirklich Kosten, die da auf uns zukommen, die nicht mehr zu handeln sind. Ja, und deswegen, wir haben extra bestimmte Checklisten angelegt, um Osmoseanlagen und diese Dinge wirklich permanent zu überprüfen. Und wir reden da auch immer, also für diese drei, wieder im Umkehrschluss, die 308.000 Beköstigungstage, das ist gar nicht so sehr viel, das sind ja eigentlich am Tag rund nur 850, aber die Kosten für Spültechnik und für Wasser sind immens. Und deswegen wirklich den Wartungsaufwand reduzieren, indem ich einfach meine Technik und meine Dosieranlagen und diese ganzen Dinge ständig im Blick habe und dann versuche dann zu reduzieren also die Kosten dafür, für die Wartung, um durch eine gute Wartung der Anlagen. Erneuerung der Technik ist ein schwieriges Thema, weil ich weiß selber, wie aufwendig es ist, eine neue Kippbratpfanne oder einen neuen Kombidämpfer zu bekommen. Ich kann nur empfehlen, Förderprogramme abzurufen beziehungsweise sich bei den Herstellern entsprechend zu befragen und unterstützen zu lassen. Und an der Stelle, das wäre für Energie, also für Spültechnik wäre das. Und jetzt die nächste. Und auch nochmal gerne die nächste Folie. Und auch Wertstoff und Entsorgung. Also an der Stelle wirklich Monitoring für die gesamte Abfallproblematik zu machen, die Dinge, die da im Blick sind oder die man da entsorgen lässt, im Blick zu haben. Die Kosten haben sich da erheblich erhöht. Und es gibt mittlerweile auch ein Förderprogramm für das Monitoring von entsprechenden Nassmüllmengen. Und wir planen das gerade aktuell und werden das nochmal oder wiederholt durchführen. Alles klar. Vielen Dank. Wie gesagt, ich kann das nur anreißen und immer nur am Beispiel unserer eigenen Einrichtung versuchen, das so ein bisschen bildlich darzustellen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Wir haben nun drei spannende Einblicke erhalten auf verschiedenen Ebenen und wollen ja auch gleich weitermachen mit Best-Practice-Beispielen aus verschiedenen Kliniken. Vorher aber eine ganz kurze Denkpause für alle Teilnehmenden heute. Wir starten ein Mentimeter.
ich hoffe, das haben Sie schon mal gemacht. Ein Mentimeter ist eine Umfrage für alle. Der Link müsste jetzt jeden Moment im Chat stehen. Noch nicht. Im Mentimeter wollen wir Sie gerne fragen, wo sehen denn Sie die größten Herausforderungen für die Umstellung der Verpflegung in Krankenhäusern? Da wollen wir Sie gerne mit ins Boot holen. Uns interessiert Ihre Meinung, Ihr Blickwinkel. Wir haben viele Zuschauer, wir hatten über 300 Anmeldungen für den heutigen Abend. Und natürlich wollen wir Ihre Expertise auch aufgreifen und fragen uns, was denken Sie, was sind die wichtigsten Faktoren? Was braucht es für die Umstellung der Krankenhausverpflegung? Das Ganze wird in verschiedenen Wortwolken erscheinen. Die Dinge, die am häufigsten genannt werden, werden am größten erscheinen. Sie sehen schon, es funktioniert, es passiert ganz viel. Schulungen, ganz häufig schon genannt. Personal, Geld, Geduld auch schön. Kosten, Geld, Finanzierung, genau, das geht alles in die ähnliche Richtung. Wow, da passiert viel. Awareness, Standards, die Motivation, ganz wichtig. Geldschulung und Personal bleiben aber, glaube ich, die Hauptpunkte. Politische Vorgaben, Fachkräfte und die Bereitschaft. Ja, auch nochmal das Bewusstsein und die Aufklärung. Mut gefällt mir auch total gut. Es braucht auch manchmal Mut, um Vorreiter zu sein. Ja, ganz herzlichen Dank. Da passiert immer noch was. Wir gucken uns das später auch nochmal in Ruhe an. Wir werden im folgenden Teil die drei Best-Practice-Beispiele zu Wort kommen lassen. Und ich denke, da werden einige dieser Fragen schon geklärt. Braucht es Geld, Schulungen, Personal, Motivation? Oder wie haben die das in ihrer Klinik umsetzen können? Wie haben sie in ihren Kliniken die Ernährung verändern können? Wir starten jetzt aber mit dem ersten Best-Practice-Beispiel. Und zwar haben wir heute mit dabei Heike Breidenich aus Havelhöhe. Heike Breidenich ist studierte Betriebswirtin mit einem Master im Bereich Healthcare Management. Seit 1996 ist sie im Gesundheitssektor tätig und arbeitet derzeit als Leiterin Prozessorganisation und als Mitglied der Krankenhausleitung im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin. Im Rahmen ihrer Tätigkeit beschäftigt Heike Breidenich sich regelhaft mit der Frage, wie eine gute Gemeinschaftsverpflegung für alle erreicht werden kann und welche Änderungen es auf dem Weg dorthin braucht. Herzlich willkommen, wir freuen uns, von Ihren Erfahrungen zu hören. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich möchte Ihnen versuchen, in 10 Minuten darzulegen, wie wir in den letzten Jahren unsere Speisenversorgung im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe verändert haben, und würde dann gerne um die nächste Folie bitten. Ja, kurz zum Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe. Das Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe ist ein Akutkrankenhaus mit integrativem Ansatz und Lehrkrankenhaus der Charité. Heute sah es genauso schön aus wie auf dem Foto, also strahlend blauer Himmel. Ist wunderschön gelegen, hier direkt an der Havel. Wir haben 900 MitarbeiterInnen, wir haben 400 Betten und circa 13.000 Fälle pro Jahr. Ich habe hier die Zahlen von 2020 genommen. Die Corona-Pandemie hat uns ja alle ein bisschen durcheinander gebracht. Unser Schwerpunkt ist die innere Medizin. Sie sehen unten unsere Fachabteilungen. Wir haben aber auch Geburtshilfe, wir haben Geriatrie, also vom Patientenspektrum auch von der Küchenseite her eine Herausforderung. Das Gute an Havelhöhe ist, auch wenn die Küche alt ist, aber es gibt eine eigene Küche. Wir haben
32 MitarbeiterInnen, die auch hier am Haus angestellt sind. Das finde ich für die Motivation persönlich sehr wichtig. Wir hatten 2020 ein Budget pro Beköstigungstag, also für die Lebensmittel, für Frühstück, Mittagessen, Abendessen von 5,14 Euro. Mittlerweile sind es 5,50 Euro. Gerne die nächste Folie. Ja, es kam eben, ich fand es ganz schön mit diesem Mentimeter zur Einstimmung, die Motivation der Mitarbeiter in der Küche, die halte ich für sehr, sehr wichtig. Und mir persönlich ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, dass dieses Thema Ernährung mehr Beachtung bekommt. Und auf der Karriereseite, am Karriereportal auf unserer Website, da steht tatsächlich bei Küche, Reinigung, Service dieser Satz, also Kochen, Reinigen und Servieren, sind bei uns mehr als Jobs. Sie sind wichtige Beiträge zur Heilung unserer Patienten. Und das kommt bei Mitarbeitern, die wir suchen, gut an und macht was mit den Menschen in den Arbeitsbereichen. Also die fühlen sich wirklich als einen wichtigen Teil des gesamten Anliegens von Havelhöhe. Die nächste Folie, bitte. Ja, wie haben wir begonnen? Ich bin jetzt seit 8 Jahren hier in Havelhöhe und ziemlich am Anfang, als ich hier war, habe ich in Berlin den WCHMED-Kongress besucht, 2 Tage. Ich fand es total cool. Dort gab es ganz viele Vorträge zu rein vegetarischer Krankenhausverpflegung und das hat mich so inspiriert, dass ich zurück nach Havelhöhe gegangen bin und habe einfach ja, in der gesamten Führungskräfterunde hier in Havelhöhe, das waren also 65 Menschen, Ärzte, Pflegende, Therapeuten aus dem Verwaltungsbereich, habe ich einen Impulsvortrag gemacht und das Hauptanliegen war oder die Hauptfrage war, sind wir bereit, das Fleisch zu reduzieren bei unserem Mittagessen? Wir haben damit angefangen, von 10-mal Fleisch auf 3-mal Fleisch in der Woche. Und mir war es wichtig, ein Commitment abzuholen von allen Führungskräften, dass es wirklich bis zum Patientenbett hin mit vertreten wird. Weil so eine Umstellung sorgt auch nicht überall für Freude bei den Patienten und auch bei den Mitarbeitern. Am Ende haben alle gesagt, das wollen wir. Also es war 2 Stunden intensiver Austausch und ich fand diese Veranstaltung extrem wichtig für den Folgeprozess. Und das war schon im Juni 2016. Die nächste Folie bitte gern. Genau, das war der Samen für unsere Umstellung des Speisenkonzepts. Also dieses Jahr, wir wollen das Fleisch reduzieren und dann konnten wir uns in der Küche an die Arbeit machen. Die nächste Folie bitte. Ja, wir hatten erfreulicherweise eine freie Stelle in der Küche, eine Kochstelle. Ich habe dann eine Anzeige geschaltet und Visionäre einer neuen Ess- und Küchenkultur im Krankenhaus gesucht. Und dann hat sich gleich am nächsten Tag, nachdem die Ausschreibung veröffentlicht war, ein junger Koch gemeldet, der war damals 27 Jahre alt. Der konnte verstehen, was mein Anliegen war und hatte in der Küche eine enorme Akzeptanz, auch von den Mitarbeitern, die schon lange da waren. Und für mich ist es extrem wichtig, einen Menschen in der Küche zu haben, der am besten Koch ist oder Köchin ist und dieses Konzept mit umsetzt. Also das war wirklich ein Glücksgriff. Der junge Mann war 18 Monate bei uns. Er ist jetzt bei der Kantine Zukunft Berlin tätig. Nächste Folie bitte. Ja, wir haben am Anfang einen Küchenmanagement-Kurs gemacht mit allen Mitarbeitern in der Küche. Auch ganz, ganz wichtig, es waren alle mit im Boot. Und haben uns gefragt, wie muss sich vielleicht auch das Führungsmodell in der Küche ändern? Und da das ganze Gemeinschaftskrankenhaus eine kollegiale Führungsstruktur hat, also auch im ärztlichen, pflegerischen, therapeutischen Bereich, haben wir das auch in der Küche eingeführt, eine fachliche Leitung, Arbeitsprozessleitung und Ressourcenleitung. Also es gibt nicht einen Küchenchef oder eine Küchenchefin, sondern 3 Menschen, die das gemeinsam machen. Die nächste Folie bitte. Ja, was haben wir gemacht seit wir haben angefangen am 1. Januar 2017, haben ein halbes Jahr uns Zeit genommen, dieses Konzept auzuarbeiten. Es gab 7 Teilprojekte und alle Mitarbeiter in der Küche waren eingebunden. In diesem halben Jahr waren die
Krankheitsausfälle gleich null, weil alle motiviert waren und da mitarbeiten wollten. Das hat viel Spaß gemacht. Bitte einmal klicken. Wir haben dann im zweiten Halbjahr dieses Speisenkonzept getestet, also ein halbes Jahr lang. Es mussten 150 neue Gerichte sich überlegt werden, also vegetarische Gerichte, weil das Fleisch reduziert wurde. Und wichtig war eben, dass das gut schmeckt, denn wenn es nicht schmeckt, kann so eine Umstellung nicht erfolgreich sein. Wir haben mehr frische Produkte verwendet. Es brauchte ein komplettes Umdenken und neue Kochprozesse und auch eine andere Feedback-Kultur, sodass man sieht, ob es gut ankommt oder nicht. Ja, wir haben jetzt in den letzten Jahren dann auch Frühstück und Abendessen umgestellt, so wie Herr Vogrup das schon gesagt hat. Wir haben einen Ernährungskreis eingeführt, wir haben ein Malnutrition-Konzept eingeführt, Networking und vielleicht noch einmal klicken für das, was wir jetzt noch machen. Wir werden jetzt eine extra Website einrichten. Vegetarische Aufstriche, da hat Herr Vogrup uns auch inspiriert. Also ich bin froh, einige Teilnehmer hier auch wiederzusehen. Weiterbildung, Küche, Ausbaulieferanten, Netzwerk. Dann würde ich an dieser Stelle aufhören. Es gäbe sonst noch viel mehr, aber ich danke Ihnen. Ganz vielen Dank. Gerne stellen wir Ihre Präsentation noch online zusammen mit der Aufzeichnung. Dann kann auch nochmal in Ruhe nachgeschaut werden. Es ist total schön, von Ihren Erfahrungen allen zu hören. Und es geht ja noch wahnsinnig schnell die Zeit vorbei. Ja, somit möchte ich, Frau Hünninghaus, Sie sind schon bereit, sind das zweite Best-Practice-Beispiel von der Uniklinikum Essen. Frau Hünninghaus ist Fachärztin für Innere Medizin und in Weiterbildung zur Ernährungsmedizinerin. Sie hat an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Humanmedizin studiert und promoviert und engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich bei verschiedenen Non-Profit-Organisationen, zum Beispiel PAN und KLUG, und politisch für einen höheren Stellenwert von Ernährung im Gesundheitssystem und eine nationale Ernährungswende. Seit 2021 arbeitet sie an der Universitätsmedizin Essen als Ärztin, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Dozentin und Nachhaltigkeitsbeauftragte. Eines ihrer aktuellen Hauptprojekte ist die operative und wissenschaftliche Begleitung der Transformation der Verpflegung an der Universitätsmedizin Essen im Rahmen der Green Hospital Initiative. Herzlich willkommen und wir freuen uns auf Ihr Beispiel. Guten Abend, ich freue mich sehr, heute das Projekt der Ernährungstransformation an der Universitätsklinik Essen und damit einen wichtigen Beitrag auch auf dem Weg zum Green Hospital vorstellen zu dürfen. Vorgestellt wurde ich schon. Vielen herzlichen Dank. Ja, den Einstieg möchte ich mit der Vorstellung dieses Buches beginnen. Das ist Mitte letzten Jahres von unserem Vorstand rausgebracht worden, Green Hospital, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung im Krankenhaus. Und ich konnte auch mit meinem Chef, Herrn Professor Dobosch, ein Kapitel zur Ernährung neu denken verfassen. Und mit diesem Buchbeitrag kam auch der Auftrag, dass wir auch die Ernährung an der Uniklinik selber und somit für täglich mindestens 1200 Patientinnen und 900 Mitarbeitende, die in der Kantine essen, transformieren. Ja, das hatte ja auch schon dieser Pörtner gesagt. Also wir haben ein sehr ressourcenintensives Gesundheitssystem in Deutschland. Und laut dieser Schweizer Studie, die Life Cycle Assessment gemacht haben, kommt nach dem Heizen schon die Verpflegung als ein sehr ressourcen- und umweltschädlichen Bereich im Krankenhaus. Und wenn wir also Green Hospitals haben wollen in Deutschland, also ein klimaneutrales Gesundheitswesen, so wie es ja auch auf dem 125. Ärztetag beschlossen wurde bis 2030, dann sind drei wichtige Stellschrauben Verpflegung, Infrastruktur und Energie. Und Verpflegung können wir natürlich relativ kostengünstig und schnell umstellen und haben noch ganz viele andere positive Synergien, die heute schon zur Sprache kamen. Ja, und vor diesem Hintergrund haben wir eine Projektgruppe gegründet. Wir nennen uns Green Hospital Food. Auf dem Foto sehen Sie einige der Projektmitglieder und es ist ein Gemeinschaftsprojekt mit einem Catering-Unternehmen Klü. Wir haben eine eigene Küche in der Uniklinik und Klü koordiniert aber die Mitarbeitenden, die Rezepturen und ist also und auch ein Großteil des Personals und deswegen arbeiten wir hier ganz toll zusammen.
Und ja, was sind unsere Ziele? Also, und in was sind wir gerade dabei zu tun? Also, wir wollen die Verpflegung gesünder und nachhaltiger machen und setzen hier den Fokus auf den Ausbau und die Bewerbung von pflanzlichen und besonders leckeren Gerichten. Dabei wollen wir die Empfehlungen der Planetary Health Diet und der Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung erreichen. Wir wollen alle Mitarbeitenden und Patienten weiterbilden und für die Multidimensionalität von Ernährung sensibilisieren, einen wesentlichen Beitrag zum Green Hospital leisten, also endliche Ressourcen einsparen, Treibhausgase, Wasser, Landfläche und mindestens 30% Lebensmittelverschwendung und dadurch auch eine evidenzbasierte Vorbildsfunktion einnehmen, eines großen Maximalversorgers, das auf andere Krankenhäuser übertragen werden kann und dann auch Einfluss auf die Politik nehmen. Ja, was sind Herausforderungen und Hindernisse dieses Transformationsprozesses, die uns fortwährend begleiten und natürlich vor allen Dingen am Anfang schwierig waren? Also wir haben einen geringen finanziellen Rahmen. Ernährung gehört im Abrechnungssystem zu den nicht-medizinischen Leistungen und konkurriert dort mit vielen anderen Aspekten. Wir haben eine hohe Arbeitsbelastung des Küchenpersonals bei bestehendem Fachkräftemangel. Wir haben einen hohen organisatorischen personellen Mehraufwand von allen Beteiligten des Projektes. Das heißt, die Motivation muss umso höher sein. Das Schöne ist, dass das bei unserem Projektteam der Fall ist. Ja, wir haben fehlende Kenntnisse in der pflanzenbasierten Küche, da in der Kochausbildung das in der Regel gar keine Rolle spielt oder eine untergeordnete Rolle. Dadurch gibt es auch wenige leckere pflanzliche Rezepturen, die zudem auch noch Cook-and-Chill-kompatibel sind und diätetik-kompatibel mit den vielen speziellen Ernährungsformen, die wir auch abdecken müssen und dem Mangelernährungsthema. Genau, wir müssen immer wieder den Vorstand und die Personalrate mit einbinden und überzeugen und natürlich auch alle Mitarbeitenden und Patienten für eine Ernährungsumstellung gewinnen. Und das gelingt in diesem Projekt bisher sehr erfolgreich, weil wir halt in dem Team, was wir Anfang 2022 gegründet haben, was sich aber auch fortwährend weiterentwickelt, verschiedene Arbeitsgruppen gegründet haben, die sich mit all diesen Herausforderungen beschäftigen. Also eine Arbeitsgruppe zu Rezepturen und Einkauf, eine, die sich mit Marketing, Informationsmaterialien und Digitalisierung beschäftigt. Dann die Finanzen, das Thema Lebensmittelverschwendung, auch ganz wichtig und groß. Und die wissenschaftliche Evaluation. Und ganz wichtig für den Erfolg des Prozesses ist, dass wir halt alle relevanten Stakeholder immer wieder mitnehmen und informieren. Vom Management über die Kolleginnen und Kollegen aus der Medizin, der Pflege natürlich. Kern des gesamten Projektes ist natürlich das Küchenteam, die Küchenleitung, die Diätassistenz, anderes Küchenpersonal, das Catering-Unternehmen, natürlich alle Patientinnen und Mitarbeitenden und die Servicekräfte, die am Ende die Bestellungen aufnehmen und bei uns die sogenannten Menüdisponentinnen, die Bestellungen aufnehmen und die Servicekräfte, die am Ende die Gerichte auch an den Patienten bringen. Und dass man die gesamte Prozesskette berücksichtigt, von Planung und Einkauf über die Küche mit den Rezepturen, Ausgabe, Verzehr und Lebensmittelverschwendung. Ja, und dann haben wir am Anfang des Projektes gemeinsam einen Projektplan erstellt, der sich jetzt erstmal bis Ende 2024 erstreckt, aber darüber hinaus wird das Projekt natürlich weitergehen. Einige der Punkte haben wir schon umgesetzt oder sind gerade im Umsetzungsprozess. Wir haben zum Beispiel begonnen mit einer großen Umfrage bei Patientinnen und Personal zu den Ernährungsgewohnheiten, zu Wünschen, zur Umstellungsbereitschaft. Wir haben verschiedene Nachos eingeführt. Zum Beispiel heißt das vegetarische Gericht jetzt nicht mehr vegetarisch, sondern pflanzenbasiert, ist immer auf Platz 1, sowohl auf den Menüplänen, auch wird als erstes auch angeboten von den Menüdisponenten. Sie werden zukünftig auch mit Umweltscores versehen, also dass man sieht, wie ist denn die CO2-Bilanz dieses Gerichts. Und wir erstellen Informationsmaterialien, wir messen die Lebensmittelverschwendung und entwickeln Maßnahmen zur Reduktion. Dann das Thema Lehrküchenveranstaltungen, unsere Köche lernen, vegan, vegetarisch zu kochen, kleine Tricks, wie das besser machbar ist im Alltag. Wir führen nach und nach vegetarische Tage ein. Und ja, täglich gibt es mindestens ein rein pflanzliches Gericht. Das ist jetzt schon umgesetzt und jetzt werden wir auch zukünftig noch Frühstück und Abendessen hier angehen. Das Thema Informationskampagne natürlich. Immer wieder Beiträge im Newsletter etc. Und zukünftig werden wir auch schrittweise versuchen, mehr regional und biologisch einzukaufen, wobei hier natürlich der Kostenaspekt auf jeden Fall sehr relevant ist
Und wie wir ja auch schon von Frau Pörtner gehört haben, was die Nachhaltigkeit angeht, dem Thema pflanzenbasiert nachzuordnen ist. Dann das Thema Digitalisierung und ganz wichtig, Mitte nächsten Jahres wollen wir spätestens erste wissenschaftliche Erkenntnisse publizieren. Ja, zumindest ein einziges Ergebnis aus unserer großen Umfrage. Wir haben 570 Mitarbeitende und 440 Patientinnen befragt, ob sie bereit sind, ihren Fleischkonsum zu reduzieren, und haben hier gezeigt, dass ca. 60% dies sogar bereits getan haben, dass um die 14% dies in Zukunft tun wollen. Und bei zwischen 20% und 30% haben wir gesehen, dass es keine Rolle spielt. Und was waren die Motivatoren? Hier sehen wir immer diese Big Three, Gesundheit, Tierwohl und Umwelt. Und bei den Mitarbeitenden war sogar das Thema Tierwohl auf Platz 1. Ja, ich hatte ja schon gesagt, Lebensmittelverschwendung spielt auf jeden Fall eine relevante Rolle bei so einem Prozess. Und es hat auch natürlich enormes ökologisches und ökonomisches Potenzial. Und Lebensmittel, die wir nicht wegschmeißen, sondern und Kosten, die wir dadurch einsparen, können wir natürlich lieber am Anfang der Prozesskette einsetzen. Und an der Uniklinik Essen haben wir mit aktuellen Hochrechnungen herausgefunden, dass wir ungefähr 312.000 Kilo jedes Jahr wegschmeißen, und haben auch schon erste Maßnahmen erstellt und setzen sie jetzt gerade um. Ende des Jahres werden wir diese Messung wiederholen und hoffentlich schon erste Erfolge verzeichnen können. Und dann kann man sich auch von der Kompetenzstelle außer Hausverpflegung zertifizieren lassen, im Sinne der nationalen Strategie gegen Lebensmittelverschwendung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft agiert. Ja, und wir sehen natürlich hier für alle Stakeholder, für alle Beteiligten nur ein Mehrgewinn. Natürlich einmal für die Mitarbeitenden. Es ist ein absoluter betrieblicher Teil der betrieblichen Gesundheitsförderung. Es ist ein Vorbild für zukünftiges Essverhalten und Zeichen der Anerkennung. Für die Patienten, wir wollen Verpflegung und Therapie mehr verbinden, die Zufriedenheit steigern, Genesung und Gesundheit auch langfristig durch das Projekt fördern. Natürlich aber auch für das Catering-Unternehmen, das ist eine imagebildende Maßnahme. Sie können auch als Agent of Change agieren und ihren Ausbau im Care-Bereich, Nachfrage im Care-Bereich ausbauen. Für die Klinik, wir wollen einen Beitrag zum Green Hospital leisten, eine Vorbildsfunktion für andere Gemeinschaftseinrichtungen nehmen und als Arbeitgeber attraktiver werden. Und natürlich Wichtigste hier zum Schluss für unseren Planeten. Ja, wir müssen endliche Ressourcen einsparen. Wir müssen die Biodiversität schützen und das Tierwohl steigern. Ja, und diese Folie motiviert mich immer wieder und auch viele meiner anderen Teammitglieder, das Konzept der Positive Tipping Points. Also wir an der Uniklinik Essen verstehen uns als Agent of Change, und durch das Green Hospital Food Projekt, durch diese Intervention, wollen wir Voraussetzungen schaffen und durch eine Ernährung im Sinne der Planetary Health Diet soziale Ansteckungen und positive Erfahrungen in der Gesellschaft auslösen und dadurch hoffentlich einen Beitrag zu dem Auslösen von positiven Kipppunkten und einem Systemwandel bewirken. Hier in dieser Studie haben wir das zum Beispiel ganz schön gezeigt, dass wenn wir es schaffen würden, dass bis 2030 25% der Menschen Fleischkonsum reduzieren oder sich adaptieren daran im Sinne der Planetary Health Diet und dann positive Ansteckung erfolgt, dass wir es schaffen können, bis 2040, dass alle Menschen sich entsprechend dieser Empfehlung ernähren und wir die Ernährungswende schaffen. Dann danke ich ganz herzlich und freue mich, wenn es noch Rückfragen gibt, gerne auch telefonisch über E-Mail. Ja, ganz herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke und auch nochmal diesen Blick ins große Ganze, der sehr schön anknüpft an den Vortrag von Lisa Pörtner. Wir starten mit einem dritten Best-Practice-Beispiel, wo es dann ja auch bald in die Podiumsdiskussion geht. Janina Brese ist ausgebildete Diätassistentin und Fachwirtin für Hotellerie und Gastronomie. Seit über 20 Jahren ist sie im Healthcare-Bereich in Küchenbetrieben unterwegs und seit 2014 bei der Johannesstift Diakonie Services als Bereichsleitung Catering. Janina Brise engagiert sich seit Jahren zum Thema Nachhaltigkeit in externen Projekten, wie im Klinke-Projekt der HTW Berlin zum Thema klimaneutrale Sekundärprozesse im Krankenhaus, als auch bei dem Berliner Senatsprojekt Kantine der Zukunft, mit dem Ziel, in der Gemeinschaftsgastronomie im Bereich Lebensmittelherkunft und Lebensmitteleinsatz nachhaltiger zu agieren. Außerdem wirkt sie in der Klima-AG der Johannesstift Diakonie mit und treibt hier die Reduktion des CO2-Fußabdrucks im Bereich Catering voran. Und ich denke, zu dem Thema wird sie uns nun berichten.
Herzlich willkommen. Dann sage ich auch mal herzlich willkommen in die Runde. Ich hoffe, dass ich wirklich die 10 Minuten einhalte. Ich sehe, wenn ich dieses Bild sehe, muss ich mich ein bisschen beeilen. Genau. Johannstift Diakonie ist der größte konfessionelle Gesundheitsdienstleister im gesamten Nordosten Deutschlands. Das heißt, wir haben auch da große Potenziale. Wir haben 10 Krankenhäuser bei uns und 26 Senioreneinrichtungen, die bei uns auch mal noch eine Rolle mitspielen. Wir haben einmal auch verschiedene Service-Töchter, wovon wir einmal den Catering-Bereich uns heute nur anschauen. Wir haben bei uns im Catering 300 Mitarbeiter, die den Bereich Paul's Kitchen, das ist unsere Küche, die wir neu gebaut haben, mit unterhalten. Wir haben die Paul's Delis, das heißt die Cafeterien in den Standorten. Wir haben das Paul's Catering, wo wir die Eventveranstaltung mit betreuen. Und wir haben die Mitarbeiter auf den Stationen für die Speisenerfassung oder auch für die Servicekräfte. Wobei wir uns heute nur die ersten beiden Punkte anschauen. Bei uns in der Küche, die wir 2019 neu gebaut haben, haben wir täglich 13.000 Mahlzeiten am Tag. Das sind etwa 1,4 Millionen BKTs. Also auch da haben wir eine große Außenwirkung, was wir beeinflussen können. Wir haben 50 verschiedene Kunden, die wir versorgen, wovon 13 Krankenhäuser bei sind, 160 Mitarbeiter. Wir haben aber auch 1,5 Millionen Kilowatt Strom. Da erzähle ich nachher nochmal was dazu. Und in den Cafeterien bei uns versorgen wir etwa 500.000 Gäste. Genau. Wir haben gesagt, wenn wir als Gesundheitsdienstleister, warum sollen wir eine Vorbildfunktion haben? Aber ich sage, wenn nicht wir, wer dann? Und wir sind natürlich ein Vollversorger. Wenn sich der Patient oder auch der Senior sich nachhaltig ernähren möchte und der Caterer es nicht macht, dann hat er keine Chance. Deshalb sagen wir, dann wollen wir es natürlich auch machen. Wir hatten uns mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und wir haben irgendwann nicht mehr aufgehört gefühlt damit, wo wir überhaupt Einfluss nehmen können. Wir haben das Thema Lieferantenauswahl, Lieferketten. Wie oft liefern uns die Lieferanten an? Wo kommen die Speisen her? Was bieten wir dem Kunden auch an? Wie groß sind unsere Verpackungseinheiten? Wie oft liefern wir die Kunden an? Und wo kommen unsere Medien her und wie nutzen wir auch unsere Medien? Und was machen wir eigentlich mit dem Lebensmittelüberhang? In der Küche vorhin wurde das Thema, glaube ich, aus der Havelhöhe schon mal genannt. Wir haben mit der Kantine der Zukunft 2021 angefangen. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns, ich sag mal, noch nicht ganz so alt. Wir haben 2019 die Küche gebaut. 20 kam dann Corona, da hatten wir andere Themen. Und 2021 haben wir gesagt, okay, wir wollen aber mit Nachhaltigkeit auch starten. Wir hatten mal eine Bestandsaufnahme gemacht, zu sagen, okay, wie hoch ist dann eigentlich unser Bio-Anteil? Wie viel vegetarisch bieten wir denn an? Damals 1% Bio, eher zufälligerweise. Und wir hatten 41% vegetarische Menüs überhaupt noch im Angebot. Und das Thema war eben, wie bekommen wir überhaupt mehr Bio hin? Das Thema Finanzierbarkeit mussten wir klären. Und der erste Schritt war, okay, wir sparen Fleisch und wollen dafür mehr Bio einkaufen. Dann kam natürlich unsere hohe Welle Wareneinsätze. Das wissen alle Kollegen auch. Die Lebensmittelpreise sind explodiert. Das wurde erstmal ein bisschen auf Eis gelegt, das Projekt. Aber 2022 sind wir neu gestartet. Unsere Kunden sagten aber, nehmt eigentlich kein Bio mehr. Wir wollen eher regional. Wobei der vorherige Vortrag natürlich sagt, Bio macht mehr aus. Aber das nehmen wir auch gerne nochmal mit heute. Das Ziel ist, wir wollten 50% vegetarische Gerichte dieses Jahr anbieten und nächstes Jahr 55%, Herr Vogrup. Ich freue mich schon auf Ihre Zahl, wenn wir mal beide gemeinsam sagen 80. Wir haben ein Nachhaltigkeitsdashboard entwickelt, um einfach die Außendarstellung für die Mitarbeiter auch zu haben, dass alle wirklich dieses Projekt mittragen. Und wir wollten den CO2-Fußabdruck messbar machen. Das haben wir natürlich in verschiedenen Einzelprojekten auch gemacht. Wir haben gesagt, die Küche wurde mit KfW-Förderanteilen gebaut. Das heißt, die ist auch wirklich energetisch sehr, sehr gut. Wir haben eine Solaranlage oben auf dem Dach. Man sieht es auf den Bildern auf der rechten Seite. Wir sparen dadurch 85.000 Kilogramm CO2 jedes Jahr ein. Die Maschinen sind natürlich alle mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet. Unsere Patienten, die ins Krankenhaus kommen, bekommen immer zuerst vegetarisches Essen, sei es zum Frühstück, Mittag oder Abendessen. Und erst, wenn sie das erste Mal einen Speisenerfasser sehen, haben sie überhaupt die Möglichkeit, fleischhaltiges Essen zu bestellen. Wir haben sehr viel umgestellt von Plastikschälchen auf Porzellanschälchen. Auch da die große Herausforderung der Schonung vom Geschirr. Wir haben jetzt im zweiten Quartal mit gestartet, die Wurstmengen zu reduzieren. Wir haben mal gemessen, 40% unseres gesamten Fleischeinkaufes ist Wurst. Das heißt, unsere Patienten dürfen zum Frühstück nur noch 2 Scheiben Wurst wählen und abends nur noch 3. Es gab einen kurzen Aufschrei, aber wir haben es ausgehalten.
Dafür haben wir mehr vegetarische Aufstriche mit angeboten, die wir eben auch nicht in den Einzelverpackungen kaufen, sondern wir haben vorhin auch nette Fotos gesehen in Porzellanschälchen. Wir spritzen es in Waffelschälchen ab. Wir haben verschiedene Fitness-Bowls eingeführt. Das heißt, der Patient kann bei uns als Alternative immer Salatteller wählen oder auch Porridge oder Müsli. Wir haben mit all unseren Buffet-Kunden gesprochen. Auch da hatten wir viele Kunden gehabt, die gesagt, naja, ich hätte gerne meine 20 Gramm Marmelade und meine 20 Gramm Butter, wo wir gesagt haben, okay, können wir nicht auch da den Müll reduzieren? Wollt ihr nicht die Gläserware einfach nehmen, dass ihr Marmeladengläser bekommt oder größere Butterportionen? Viele Kunden sind mitgegangen. Auch die Hygiene mussten wir da vor Ort mit ins Boot immer holen. Auch das war eine Herausforderung. Wir haben gesagt, was machen wir mit den Produktionsüberhängen in der Küche? Da arbeiten wir mit einem Foodsharing-Unternehmen zusammen. Auch das war eine Herausforderung, das überhaupt zu finden, weil offene Lebensmittel immer sehr, sehr schwierig abzugeben sind. Alle wollen immer nur geschlossene Verpackungen haben. Und die nächsten Themen, die wir wirklich noch auf dem roten Punkt derzeit zu stehen haben, ist das Thema, was ist mit dem Rücklauf von den Kunden, die zurückkommen? Derzeit müssen wir die verwerfen aus gesetzlichen Gründen. Wir dürfen die nicht erneut in Umlauf bringen. Aber das Ziel ist es, wir wollen die als Energiegewinnung nutzen und da das Thema Biogasanlage nochmal mit auf die Agenda nehmen. Und auch das Thema Konfitüren ist bei uns natürlich in den Krankenhäusern immer ein großer Part, wollen wir auch zukünftig in Waffelschädchen spritzen. Aber auch die Cafeterien haben immer einen Anteil, wo sie mitwirken können. Wir haben die Getränkeflaschen, wenn es zum Beispiel Plastik gab, ich sag mal Wasser oder Cola, haben wir dann wirklich gesagt, okay, wir stellen auf Glas um. Auch kleiner, kurzer Aufschrei, ah, die Kunden kaufen nicht so viel, wenn es so schwer ist. Aber auch das haben wir ausgehalten und wir merken gar keine, ich sag mal, weniger Verkäufe dadurch. Wir haben die ganzen Kaffeetoppings angepasst. Ich sehe es immer an den Kaffeemaschinen früher, das Kondensmilchpäckchen und Zuckertütchen und Süßstofftütchen haben wir alles weggenommen. Das heißt, die Milchschaumtaste wird freigeschalten. Wir haben losen Würfelzucker stehen mit einer Zange. Auch da wieder das Thema Hygiene, Süßstoff im Spendersystem. Und wir haben die ganzen Kaffeedeckel auch weggenommen von den Kaffeemaschinen. Und wenn jemand wirklich einen Kaffeedeckel haben will, kriegt er ihn auch, aber er muss nachfragen. Dadurch sind natürlich unsere Kaffeedeckel enorm runtergegangen. Wir haben Salz und Pfeffer, auch Gas gab es früher immer in Tütchen, haben wir umgestellt in Mühlen, dass sie sich auch dort Salz und Pfeffer frei nehmen können. Das Thema Holzbesteck braucht man, glaube ich, gar nicht mehr in der Tiefe sagen. Das Thema Plastik nimmt so oder so immer mehr ab und kann eigentlich gar nicht mehr eingekauft werden. Wir haben Strohhalme umgestellt. Wir sehen es rechts auf dem Bild. Ich bin kein Fan von Strohhalm von Papier. Bei mir gibt es stärkehaltige Strohhalme. I am plastic free steht drauf. Super Mundgefühl, kann ich immer gern empfehlen. Wir haben Styroporverpackungen alle weggenommen. Es wird wirklich nur noch Mehrwegsystem angeboten. Mit der Firma Weitel arbeiten wir da zusammen. Oder auch die Mitarbeiter können das Porzellan mit hoch auf die Station nehmen in einem Pfandsystem, was sie dann wiederbekommen mit dem Kassenbon. Genau, zur Weite hatte ich schon was erzählt. Wir haben bisher 10.000 Verpackungen dadurch eingespart. Wir bieten die App an Too Good To Go. Ist eine Zusammenarbeit von Höhle der Löwen gewesen, wo Kunden zum Feierabend die Lebensmittelüberhänge abholen können. Das heißt, wenn wir fertig produzierten Obstsalat haben oder belegte Brötchen, können die sich das für einen vergünstigsten Preis abgeben oder abholen bei uns. Und alles, was danach noch übrig geht, immer hoch auf die Station und in die Rettungsstellen. Die freuen sich drüber. Dann haben wir das Thema noch Dressing, Senf, Ketchup, dass wir das zukünftig nur noch in Flaschen anbieten wollen. Da sind wir gerade beim Umstellungsprozess. Und das Ziel ist, dass wir einen eigenen Kräutergarten in den Cafeterien mit haben. Das machen wir mit dem Startup-Unternehmen Raumgarten zusammen. Das ist ein kleines Aquarium, wo wir unsere Pflanzen selber züchten. Und das ganz große Ziel, was ich habe, doch unser eigenes Gemüse mit anzubauen. Dann haben wir unser Dashboard. Wir sehen es hier mal auf der rechten Seite. Das ist das zweite, was wir entworfen haben. Wir haben einmal im Q4 letztes Jahr gemessen und jetzt im Quartal 1, wo wir einfach darstellen, wie hoch ist überhaupt der Gewichtsanteil, den wir einkaufen an Fleisch. Wir haben jetzt hier im Q1 gemessen, 7,68% kaufen wir an Fleisch ein. Die Zahl war vorher noch niedriger, war ein bisschen verfälscht. Wir haben natürlich gefühlt Millionen Liter Wasser eingekauft, die mussten wir erstmal rausrechnen. So, das war 7,6% derzeit einkaufen. Dann haben wir noch dargestellt in dem Bild darunter, wie viel Fleisch oder welche Fleischarten wir einkaufen, von Schwein, Rind, Geflügel und Sonstiges. Und auch da das Thema Wurst gemessen. Wie gesagt, 40% unseres gesamten Einkaufes im Q1 war noch Wurst. Ich bin gespannt, wenn wir jetzt die Fleischumstellung oder die Wurstumstellung durch haben, wie viel wir jetzt noch im Q2 zu stehen haben.
Wir messen den Fleischeinkauf je BKT. Der Bundesdeutsche 2022 verzehrt jeden Tag 142 Gramm Fleisch. Wir in der JTS sind inzwischen mal bei 108 Gramm, das heißt mittags ein Schnitzel und früh und Abend dürfen Sie keine Wurst mehr essen oder 5 Scheiben Wurst und Mittag vegetarisch. Ziel dieses Jahr 85 Gramm. Und das Thema regional haben wir festgelegt, 300 Kilometer ist bei uns regional, auch das ist ja frei wählbar gefühlt. Kaufen wir derzeit 14% ein, wir messen den Bio-Anteil und wir haben gesagt, wie viel vegetarisch haben wir denn auf dem Speiseplan im Angebot, aber auch, wie viel bestellen denn die Kunden? Weil wenn wir natürlich viel anbieten, wenn wir sagen, 4 von 5 Gerichten sind vegetarisch als Beispiel und die Patienten trotzdem alle das Fleischgericht wählen, haben wir noch nicht viel gewonnen. Deshalb messen wir auch das und wir stellen demnächst den CO2-Fußabdruck auf unseren Speiseplänen dar in Zusammenarbeit mit der Firma Eternity. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Also herzlichen Dank an alle Best-Practice-Beispiele. Es waren ganz viele tolle Ideen. Es war sehr anschaulich und ich glaube, also ich habe so mitgenommen, man braucht auf jeden Fall Durchhaltevermögen und Mut, so wie auch vorhin schon erwähnt und eben einfach viele gute Ideen. Ja, und ich glaube, die haben Sie heute alle gewonnen. Es geht gleich weiter mit der Plenumsdiskussion. Vorher aber noch. Sie haben vielleicht gemerkt, im Q&A bemühen wir uns, alle Fragen zu beantworten. Fast alle sind schon beantwortet, weil wir einfach wenig Zeit haben, das jetzt noch direkt zu machen. Aber ich hoffe, genau, es reicht auch schriftlich aus. Ja, und nun holen Sie sich noch was zu trinken, was zu essen, lehnen Sie sich entspannt zurück und lauschen Sie der spannenden Podiumsdiskussion. Ich übergebe hiermit an Martin Rücker. Und ich denke, dass wir nach den ganzen spannenden Vorträgen keine weiteren Vorreden brauchen, sondern gleich in unsere Runde einsteigen können. Vielleicht nur noch einmal der Hinweis, wenn Sie Fragen ans Podium haben, gerne weiterhin in den Chat bzw. in die Fragen- und Antworten-Sektion eingeben. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich alle Fragen, die dort auftauchen, mit rannehme, aber ich versuche, die ein oder andere hier mit einzubinden. Ja, mir hat der Begriff Wurstumstellung von Frau Briese gerade ganz gut gefallen, vielleicht als Anfangspunkt hier für die Diskussion. Wir wollen darüber sprechen, was jetzt schon an den Krankenhäusern machbar ist, welche Hürden bestehen, aber auch welche Erwartungen es an die Politik gibt. 3 der 4 Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer kennen Sie bereits aus den Vorträgen. Heike Breidenich wird dabei sein vom Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin. Der Ernährungsmediziner Professor Dr. Johann Okenga und Dr. Lisa Pörtner von Klug. Und ich freue mich, dass wir die Runde an dieser Stelle aber auch erweitern können. Und zwar mit Frau Professor Dr. Henriette Neumeier. Sie ist seit Juni des vergangenen Jahres stellvertretende Vorstandsvorsitzende der DKG, also der Deutschen Krankenhausgesellschaft, leitet dort den Geschäftsbereich Krankenhaus, Personal und Politik. Und Frau Professor Dr. Neumeier ist in mehrerlei Hinsicht vom Fach. Sie ist selbst Ärztin, hat nach dem Studium als Krankenhausberaterin gearbeitet und den Masterstudiengang Healthcare Management an der Nordakademie in Elmshorn geleitet. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, Frau Neumeier, fangen wir mit Ihnen an, damit Sie in die Runde mit reinkommen. Sie konnten die Vorträge hören und haben wahrgenommen, wahrscheinlich fleißig mitgeschrieben, nehme ich an, dass es sehr, sehr viele Wünsche und Forderungen an die Krankenhäuser gibt, aber auch viele gute Beispiele von Häusern, die versuchen, einiges voranzutreiben. Wenn Sie mal so die Kliniklandschaft in Gänze betrachten, was würden Sie sagen, sind die Häuser in der Küche gut aufgestellt, sehen Sie Nachholbedarf oder machen Sie halt das, was unter den Rahmenbedingungen möglich ist? Also ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken für die spannenden Vorträge und vor allen Dingen auch die vielgestaltigen Umsetzungen, die es jetzt schon gibt. Ich glaube, was man gesehen hat, ist, dass dieses Thema keins ist, mit dem man, sage ich mal, mit der einen Maßnahme, mit dem einen Ansatz komplett alles gewinnen kann. Also man kann nicht einfach sagen, man fordert mehr Geld oder man fordert ein Umdenken und schon läuft alles von alleine. Es wurde eigentlich komplett gezeigt, dass das viele kleine Schritte sind und vor allem das Einwerben von Zustimmung, das Einwerben von Bereitschaft, einen Wandel mitzugehen. Und ich glaube, wenn wir auf die Landschaft jetzt gucken, wo stehen wir? Und da ist die Ernährung in den Krankenhäusern ein Aspekt für mehr Nachhaltigkeit in den Krankenhäusern, glaube ich, ist da schon auch noch ein Weg zu gehen. Sie hatten ja vorhin
gesagt, dass ich mal in der Krankenhausberatung tätig war. Da war ich auch als Ärztin auch sehr stark mit der medizinisch-ökonomischen Realität befasst. Und das spielte eine große Rolle auch in den vergangenen Jahren, wie mit den diversen Aspekten des Krankenhausmanagements auch zum Teil der Ernährung umgegangen worden ist. Und wir haben eine Situation, wo die ökonomische Situation so prekär geworden ist, dass es schwierig ist, in manchen Fällen tatsächlich den Weg daraus zu finden und sowohl Mindset, aber auch Investitionen sozusagen zusammenzubekommen als zwei wichtige Bestandteile, um einen Wandel in Richtung bessere Ernährung im Krankenhaus zu gehen. Dass es trotzdem gelungen ist, haben wir in den Vorträgen gesehen. Lassen Sie uns da mal ein bisschen konkret werden, was die ökonomischen Voraussetzungen angeht. Wir haben vorhin gehört von Frau Breidenich, 5,50 Euro sind dort die Warenausgaben, also nur der Anteil, der für Lebensmittel ausgegeben wird pro Tag und Patient. Die jüngsten Zahlen, die das mal so querschnittsmäßig versucht haben zu greifen, die ich kenne jedenfalls, sind von 2018. Da hat das Deutsche Krankenhausinstitut Daten herausgegeben und da lagen wir so bei etwa 5 Euro im Durchschnitt über die Krankenhäuser gerechnet, also jeden Tag 5 Euro Lebensmittel für den ganzen Tag für einen Patienten. Preisbereinigt ging das eher so ein bisschen nach unten in den Jahren voraus. Aber wie gesagt, 2018, haben Sie denn aktuelle Zahlen? Wir haben aktuell keine Zahlen, die ich dazu ergänzen kann, aber es ist ganz klar, dass sich der Kostendruck natürlich eher in Richtung Abwärtsspirale relativ gesehen. Also wir werden eine Erhöhung gesehen haben im Absoluten, natürlich auch unter der jetzigen Inflation. Aber die Frage ist, ob wir anteilig wirklich aus dem Bereich herausgekommen sind. Wir haben aktuell keine neue Erhebung seitens des DKI. Das kann aber nochmal ein sehr spannender Impuls auch sein, sich mit dem Aspekt zu befassen. Insgesamt sehen wir halt tatsächlich in Bezug auf die Ausstattungsqualitäten der Kliniken jetzt diese Umsteuerung halt auch vorzunehmen. In Bezug, wie ändere ich sozusagen den eingesetzten Euro für eine Ernährung, die tatsächlich klimagerechter ist. Das sehen wir gerade als Hauptherausforderung. Das kommt noch im DKI-Gutachten zum Thema Nachhaltigkeit im Krankenhaus, das viele unterschiedliche Aspekte gezeigt hat, tatsächlich sehen. Aber Abwärtsspirale, sagen Sie, also wir hören gerade auch immer wieder, 60% der Krankenhäuser schreiben rote Zahlen. Wir haben eine starke Inflation jetzt in der Vergangenheit erlebt, gerade auch bei Lebensmitteln, aber auch andere Bereiche, die natürlich die Küche betreffen, Energiekosten, steigende Personalkosten. Das heißt, Sie würden schon sagen, der Spielraum ist eher klein, jetzt auch für vieles, was wünschenswert ist, aber eben Geld kostet. Ja, die Frage ist, ob man das einfach unter wünschenswert abtun kann. Also die Unterfinanzierung der Krankenhäuser, gerade auch durch diese ja wirklich überhaupt nicht selbst verschuldeten Aspekte wie inflationsbedingte Mehrkosten, die wir jetzt ganz stark gesehen haben, auch energiepreisbedingte Mehrkosten, die schlagen extrem zu Buche. Und es ist ja grundsätzlich wünschenswert, dass das Krankenhaussystem einen Preisbildungsmechanismus hat, der sehr stark unter Kontrolle steht. Es geht um solidarisch finanzierte Kosten für Gesundheitsversorgung. Insofern ist das richtig, dass es dort ein Stück weit Kontrollmechanismen gibt. Aber es ist halt so, dass die Kontrollmechanismen nach unten ausgesetzt worden sind. Also auf welchen Fixkosten bleibe ich für gute Versorgung sitzen? Und da gehört natürlich auch gute Versorgung mit Lebensmitteln, mit Mahlzeiten dazu, also zum Beispiel so etwas wie der Landesbasisfallwert, der sich eigentlich erhöhen muss, relativ gesehen, sind im letzten Jahr ausgesetzt worden bei rückläufigen Fallzahlen. Das klingt wie ein Spezialthema, bedeutet aber, dass die Situation der Krankenhäuser in der Corona-Pandemie, in denen gleichzeitig die Fallzahlen hochgegangen sind und immer noch rückläufig sind, im Prinzip dazu geführt haben, dass sich die Situation der Finanzierung in sich verschärft hat. Wenn ich jetzt noch bei gleichbleibenden Preisen sozusagen versuche, die gleiche Leistung aufrechtzuerhalten, wird das ein unmögliches, und wir sehen es tatsächlich in den Defiziten der Häuser. Das führt aber dann tatsächlich zu einer Diskussion, wo wir uns fragen müssen, ist es wirklich nur wünschenswert, dass wir gute Versorgung haben? Und machen wir einen Kompromiss daran oder überlegen wir tatsächlich, wie können wir jetzt die Finanzierung der Krankenhäuser zumindest so ausrichten, dass sie nicht in dieser Schere zwischen Mehrkosten und gleichzeitig erwarteter gleichbleibender Leistung oder vielleicht auch Mehrleistung, weil ich Wandel zu finanzieren habe und nicht nur im Bereich der Ernährung, wie kriege ich diese Schere aufgelöst? Und unsere Forderung ist halt ganz klar,
nicht nur zu sagen, wir hoffen darauf, dass jetzt zukünftige Reformen in den nächsten Jahren Veränderungen bringen durch Standortreduktion oder ähnliche Dinge, die ja auch Investitionen erfordern im Übrigen. Also das ist auch alles nicht kostenneutral zu haben, sondern dass man jetzt hingeht und sagt, man nimmt den ökonomischen Druck raus. Weil natürlich führt ökonomischer Druck dazu, dass man guckt, an was kann ich denn am ehesten sparen? Aber da alle Kostenarten, wir sehen es in der Ernährung, wurde vielleicht früher nicht ganz so wahrgenommen, auch einen gesundheitsrelevanten Aspekt haben im Krankenhaus. Wir hatten es ja ganz am Anfang nochmal von Herrn Professor Kenger da eindrücklich dargestellt, dass es auch eine medizinische Relevanz hat, müssen wir da ermöglichen, dass der Kostendruck mit einem Vorschaltgesetz gemindert wird. Das ist eine zentrale Forderung jetzt für diesen Reformprozess. Und das Zweite ist natürlich zu gucken, wie kann ich dann langfristig auch Investitionen fördern, anreizen, die in eine nachhaltigere Form von Versorgung weisen. Die politischen Fragestellungen möchte ich auch am Ende der Diskussion gerne noch zu sprechen kommen. Frau Breidenich, nehmen wir das mal mit. Was ist wünschenswert? Was muss man vielleicht irgendwo anders sich absparen? Wie können Sie vielleicht noch mal konkret sagen? Sie leisten sich da etwas, weil Sie diesen Bereich wichtig finden? Sparen Sie es anderswo ein und subventionieren Sie es am Ende quer? Denn wenn wir jetzt mal Privatpatienten weglassen, dann bekommen Sie ja für jeden Patienten das gleiche Geld wie an anderen Krankenhäusern. Und wir haben es gehört, Sie sind bei den Warenausgaben für Lebensmittel ein bisschen überdurchschnittlich wahrscheinlich. Ich habe auch von Krankenhäusern gehört, da ist man eher bei 3,50 Euro pro Tag für die Lebensmittel. Da sind Sie deutlich drüber. Also wie machen Sie es? Wo sparen Sie es ein gegebenenfalls? Also wir haben angefangen mit 4,74 Euro, also tatsächlich noch unter dem, was momentan Durchschnitt ist. Und der Riesenschritt war einfach die Reduktion von Fleisch. Also das ist einfach ein großer Kostenfaktor. Mittlerweile gibt es nur noch zweimal Fleisch, das aber in guter Qualität. Also es ist Biofleisch aus artgerechter Haltung. Und es braucht eine ganze Menge Kreativität. Der Einkauf muss komplett umgestellt werden. Und wir haben einfach zeigen können, es geht dann trotzdem mit einem kleinen Budget. Also die erste Umstellung haben wir mit den 4,74 Euro hinbekommen. Das war ein Bio-Anteil von 40% damals. Jetzt haben wir 60% und dafür brauchen wir die 5,50 Euro. Und wir wollen zu 100% Bio anbieten in 2 oder 3 Jahren. Dafür brauchen wir dann ein BKT von 6,80 Euro, was mal locker 150.000 Euro im Jahr ausmacht. Und da müssen wir eben schauen, können wir uns das leisten. Und ich glaube, was wichtig ist, ist wirklich, wie steht die Krankenhausleitung und die Führungskräfte zum Thema Ernährung? Und wir gehen wirklich in die Diskussion. Wir bringen unsere Gemüseschälmaschine in die große Investitionsrunde, wo es auch um die großen Geräte im OP geht. Und dann wird wirklich überlegt, was ist uns wichtig? Und dann wird auf einiges verzichtet und wir bekommen unsere Gemüseschälmaschine für 18.000 Euro, weil alle sagen, es ist uns ein Anliegen. Also es ist ein Austausch im Haus. Wir gehen mit allen in Kommunikation und da es hier ein ganzheitlicher Ansatz ist, hat das Thema Ernährung eine Bedeutung. Aber trotzdem ist es immer ein Schauen, die Gelder werden angehoben, die Lebensmittelpreise steigen. Also es ist trotzdem schwierig. Aber es geht. Und das möchte ich, da möchte ich alle zu ermuntern. Nichtsdestotrotz wäre es mittellangfristig schön, wenn es mehr Geld für Ernährung gäbe. Ich finde es ein schönes Bild, wie die versammelte Krankenhausleitung da sich vor der Gemüseschälmaschine versammelt und sie bestaunt. Das ist vielleicht auch etwas Zukunftsweisendes. Ja. Was mich nur interessiert, Sie haben so schön über Motivation auch der Mitarbeitenden und der Ärzteschaft gesprochen. Wie sieht es denn mit den Patientinnen und Patienten aus? Vorhin gab es Daten von Frau Dr. Hüninghaus, die Patientenbefragung auch mal dargestellt hat. Und ich drehe es jetzt mal ketzerisch um und sage, na, da waren auch 30% Patienten dabei, die gesagt haben, eigentlich wollen sie nicht auf Fleisch verzichten und wollen keine solche Ernährungsumstellung haben. Wie ist das bei Ihnen? Ist das für Sie, so wie Sie Küche organisieren, ein Wettbewerbsvorteil? Gewinnen Sie Patienten dazu, weil die sagen, genauso stellen die sich das vor und sie suchen sich, dort wo sie es können natürlich, bewusst aus, zu Ihnen zu kommen und nicht in ein anderes Krankenhaus? Oder murren die auch mal, wenn es weniger Fleisch gibt? Es wird auch gemurrt hier bei uns, das auf jeden Fall. Ich würde sagen, bevor wir umgestellt haben, waren 50% happy, nämlich die, die gerne Fleisch essen, und 50%, die hierher kommen wegen dem anthroposophischen Ansatz, die waren nicht happy.
Jetzt ist es umgekehrt. Und man braucht, ja, wirklich, dieses Wort Mut ist, glaube ich, ganz gut angebracht. Also man muss zu dem stehen, was man macht, auch wenn nicht alle glücklich sind. Und was wir eben versuchen, ist, unser Anliegen zu erklären. Und ich hatte schon Patienten bei mir im Büro, die total sauer waren bezüglich des Essens. Und dann habe ich sie eingeladen, habe ihnen etwas zu trinken angeboten und habe ihnen unser Anliegen erklärt, dass wir Essen anbieten, das zur Gesundung beitragen soll. Und das kann landen. Und da ist es einfach wichtig, an der Kommunikation zu arbeiten. Deshalb ist es wichtig, dass die pflegenden Ärzte, Therapeuten es miterklären und auch unsere Servicekräfte, die das Essen servieren, die Teile übernehmen, die früher die Pflegenden gemacht haben, die müssen gut geschult sein, dass sie das auffangen können. Aber wir stehen dazu. Wir wollen dieses gesundheitsförderliche Essen, auch wenn es nicht allen gefällt. Und wichtig ist einfach, dass es schmeckt. Ne? Also die vegetarischen Gerichte müssen spannend sein. Und dann kann man den einen oder anderen gewinnen. Das gilt auch für Mitarbeiter. Die waren auch nicht alle happy. Und jetzt kommen immer mehr, die sagen, boah, könnte ich mal das Rezept haben von diesem? Ja, und das ist einfach cool. Dann haben wir was erreicht. Und auch bei Ihnen haben wir gehört, gibt es Grenzen, Dinge, die Sie nicht erreichen können mit den Rahmenbedingungen bisher. Herr Okenga, in Bremen, wo Ihr Klinikum ist, gibt es insofern besondere Bedingungen, als dass Bremen eines der wenigen Bundesländer ist, die vorschreiben, die Qualitätsstandards, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung speziell für die Krankenhausküche erarbeitet hat, einzuhalten, auch Vorgaben für einen gewissen Bioanteil gibt es. Ich glaube, der soll jetzt auf perspektivisch 20% zunächst mal hochgeschraubt werden. Jetzt könnte man erst mal denken, dafür haben Sie auch sicherlich mehr Geld bekommen am Klinikum. Das wäre natürlich schön und auch wünschenswert. Es ist tatsächlich so, Bremen hat schon 2018 quasi den senatorischen Beschluss erlassen, dass es die Biostadt Bremen geben soll, perspektivisch in allen Gemeinschaftsverpflegungen. Der Anteil von Bioprodukten steigen soll, Fleischanteil reduziert werden soll und wir die Gemeinschaftsküchen in Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern dann der DGE-Zertifizierung folgen sollen. Ja. Was auch weitgehend umgesetzt ist, allerdings der Anteil an Bioprodukten wird sukzessive gesteigert, Stück für Stück. Aber es findet sich natürlich auch nicht im Landesbasisfallwert wieder etc., was man dann ja vielleicht vermuten könnte, dass der dann anteilsmäßig steigen würde. Das liegt dann ja auch nicht, sind ja auch verschiedene politische Entscheidungsebenen. Ich denke, also, was da schon mal erfreulich ist, ist, dass es ein Awareness gibt zu diesem Thema und dass ein Versuch unternommen wird, dort eine, ich sage es mal, Qualitätsvorgaben zu machen. Und ich glaube, das ist auch ein Weg der Zukunft, wie wir uns da zu diesem Thema weiter auch in einer regulatorischen Ebene vielleicht oder in einer Konsensebene widmen können, indem wir einen gesellschaftlichen Konsens finden, dass für diese Art von Gemeinschaftseinrichtungen, Küchen etc. wir vielleicht denken, dass bestimmte Arten von Ernährung, sprich eine gesunde Ernährung, eigentlich eine Investition ist, die wir uns als Gesellschaft auch wünschen und auch fördern würden. Sie haben ja auch vorhin in Ihrem Vortrag schon die Brücke geschlagen zwischen einer Ernährung, die für uns Menschen gesundheitsförderlich ist und einer Ernährung, die gut für die planetare Gesundheit ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es auch Kolleginnen und Kollegen in der Ärzteschaft geben wird, die erstmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie das hören und die denken, na, wenn die Menschen ins Krankenhaus kommen, dann sollen die einfach erstmal gesund werden und wenn die halt an Fleisch gewöhnt sind, dann sollen die ihr Fleisch bekommen, Hauptsache die werden gesund. Was entgegnen Sie denn denen? Na gut, es ist klar, diese Antworten oder diese Diskussionen kommen tatsächlich auf. Und nach dem Motto, Hauptsache es schmeckt und gibt den Leuten das zu essen, was sie wollen, ist ja im Prinzip auch erstmal ein Ansatz. Natürlich, wenn sie akut krank sind, steht ja zumindest für die Akutphase häufig tatsächlich Kalorien- und Eiweißaufnahme relativ weit im Vordergrund. Einerseits natürlich haben wir auch vielleicht einen gewissen edukativen Ansatz, dass wir unseren Patienten auch etwas mitgeben möchten, wenn sie das Krankenhaus verlassen. Wir haben auch eine Verantwortung letztendlich für die Umwelt und zu sagen, wir möchten ein gesundes Essen anbieten, was gesund ist für die Umwelt, aber auch eben halt für unsere Patienten. Und wie Sie ja, wie ich versucht habe, ja ansatzweise darzustellen, da gibt es schon sehr viele eine sehr große Schnittmenge zwischen diesen beiden Ideen, die wir haben. Und ich glaube, das ist schon ein Weg.
wünschenswert, glaube ich, um für die Zukunft, das ist ja auch das, was wir von der Gesellschaft aus machen, ist, dass wir natürlich die Awareness bei, insbesondere auch bei den medizinischen Fachberufen und bei den Ärztinnen und Ärzten sozusagen vermehren wollen, dass das ein sinnvoller Weg ist und auch ein gesunder Weg für unsere Patienten. Sprich, Studenten unterrichten, die Lehre zum Thema Ernährungsmedizin, Prävention noch verbessern. Ich glaube, das sind Dinge, die Investitionen in die Zukunft sind. Frau Dr. Pörtner, Sie haben auch beide Seiten im Blick. Sie sind selbst Ernährungsmedizinerin und aktiv im Klimaschutz. Und wir sind ja eigentlich grundsätzlich auch in der glücklichen Lage, dass eine Ernährungsweise, die gut für uns ist, auch gleichzeitig gut für den Planeten ist. Da gibt es keinen großen Widerspruch dazwischen. Können Sie noch mal auf den Punkt bringen, welche Rolle die Kliniken für eine Ernährungswende spielen sollten? Also nicht innerhalb des Klinikums, welchen Anteil machen da die Emissionen? Das haben Sie vorhin auch dargestellt, sondern welche Rolle haben die Kliniken für das, was sich gesellschaftlich insgesamt beim Thema Ernährung verändern sollte? Ja, also die Kliniken sind ja einmal Teil des Gesundheitswesens und Teil der Gemeinschaftsverpflegung. Und die Gemeinschaftsverpflegung insgesamt ist einfach immens wichtig für die Ernährungswende. Wir wissen, dass ein Fünftel aller Deutschen täglich mindestens eine Mahlzeit in der Gemeinschaftsverpflegung zu sich nimmt. Das heißt, die haben ein ganz großes Potenzial, auch nicht nur direkt Emissionen zu reduzieren, indem wir dort die Ernährung verändern, sondern auch wirklich eine Vorbildfunktion auszuüben. Und die Krankenhäuser sind natürlich in dem Kontext nochmal ganz speziell, weil es sind eigentlich ja Häuser der Heilung. Das heißt, man würde eigentlich auch erwarten, dass man da eine Ernährung bekommt, die zur Gesundung beiträgt und die präventiv wirksam ist. Das ist ja leider im Moment nicht der Fall, aber das heißt, hier sehe ich eine ganz, ganz große Vorbildfunktion, in der eben das auch vermittelt werden könnte, wie wichtig die Ernährung auch im medizinischen Kontext ist. Also das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch, wie Herr Okenga das eben schon angesprochen hat und ich auch in meinem Vortrag schon kurz genannt habe, es ist eben einfach ja auch nicht nur dieses konkret, man ist im Krankenhaus, sondern der Dominoeffekt, der daraus entstehen kann, sowohl für PatientInnen als auch für medizinisches Personal, den halte ich auch für nicht, den sollte man nicht unterschätzen. Ne? Also man ist ja während der Facharztweiterbildung auch immer im Klinikum, und wenn man dort dann etwas lernt und auch erfährt, wie lecker zum Beispiel eine gesunde Ernährung ist, das dann auch in den ambulanten Bereich mitnimmt, dann ist das Potenzial, da ganz, ganz viele PatientInnen zu erreichen, sicherlich sehr, sehr groß. Und wir sehen in Umfragen, dass medizinische Berufe ja in der Gesellschaft, was das Vertrauen angeht, von den Berufen her mit am höchsten quasi eingeordnet sind. Das heißt, ich denke, hier haben wirklich dann die Gesundheitsfachberufe auch einfach ein ganz, ganz großes Potenzial, viele Menschen zu erreichen und auch zu überzeugen, ihre Ernährung dauerhaft zu verändern, sodass sie gut ist für die individuelle und die planetare Gesundheit. Sie arbeiten ja an einem Projekt, in dem es darum geht zu untersuchen, wie denn eine Ernährungsumstellung an den Einrichtungen gelingen kann. Wenn wir mal von der negativen Seite her anfangen, welche Hürden gibt es denn da? An welcher Stelle gibt es vor allem Widerstände? Welche Bedenken werden da auch vorgetragen? Genau, also wir haben in dem Projekt auch mit vielen EntscheidungsträgerInnen gesprochen, also Interviews geführt, dann so diese Erfahrungen und auch diese Hindernisse aufzunehmen. Und das, was sehr deutlich wird, ist zum einen, dass immer irgendwas anderes wichtiger ist. Das hatte ja Frau Neuermeier auch gerade gesagt. Ne? Dann ist es die Pandemie, dann ist es die Inflation. Also es gibt einfach zig andere Themen, die immer zu der Zeit dann wichtiger sind. Der Druck ist einfach total groß und wird auch immer größer. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Problem. Dann ist es so, dass wir auch merken, dass einfach das Wissen oft auch nicht da ist. Also auch eine gewisse Hilflosigkeit. Also ich sagte das ja in meinem Vortrag auch schon, es wird eben zum Beispiel, wenn man dann über umweltfreundliches Essen spricht, wird ganz schnell über Regionalität gesprochen. Oder wenn das um gesundheitliche Aspekte geht, ist auch vielen nicht immer bewusst, was das bedeutet, was man da konkret verbessern kann. Das heißt, hier haben wir sicherlich großen Nachholbedarf. Dann das Finanzielle ist ja schon genannt worden. Und der Fachkräftemangel ist sicherlich auch eine Hürde, die zunehmend auch größer wird. Und es ist einfach bei vielen auch, kommt immer die Sorge um die Akzeptanz eben bei PatientInnen und MitarbeiterInnen. Die Krankenhäuser stehen einfach unter Konkurrenz. Hier ist eben die Sorge, dass man PatientInnen verliert, wenn man hier einen anderen Weg geht. Mhm.
Frau Neumeier, es wird sicherlich unterschiedliche Definitionen geben, wie denn eine möglichst optimale Ernährung aussieht. Aber wenn wir mal diese Unterschiede, die es da geben kann, beiseite lassen, haben wir, glaube ich, in der Runde bisher eine relativ große Einigkeit darin, dass ich da was tun sollte, auch nicht nur in Leuchtturmprojekten, sondern wenn es darum geht, diese, wie gesagt, lassen wir die Unterschiede beiseite, möglichst optimale Ernährung in die Fläche zu kriegen, also in allen Krankenhäusern anzubieten. Was denken Sie, welche Rolle kann denn da ein Verband wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft spielen? Wir haben vorhin so Stichworte gehört, es braucht Mut, es braucht Geld natürlich, aber auch Schulungen, Kenntnisse. Also sehen Sie sich so ein bisschen als Coach auch von Kliniken auf diesem Weg oder müssen Sie sich ein bisschen auf die undankbare Aufgabe beschränken, Forderungen abzuwehren und zu verweisen auf die wirtschaftlichen Voraussetzungen? Also das ist wirklich eine komplexe Sachlage, in der wir da sind. Ich erzähle gleich auch noch mal kurz was dazu, wie die Rolle der DKG so insgesamt aufgehängt ist. Vielleicht wissen diejenigen, die anwesend sind, wer unsere Mitglieder sind, unsere Direkten, vielleicht das auch nicht so ganz. Unsere direkten Mitglieder sind ja die Landeskrankenhausgesellschaften, also somit die Verankerungen, die im Bundesland, und Trägerverbände, also zum Beispiel die privaten Krankenhäuser, kirchliche Trägerverbände und so weiter. Das heißt, bei uns sind nicht direkt Krankenhäuser Mitglieder und wir können auch nicht hingehen und sagen, so und jetzt macht ihr das mal folgendermaßen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe verstehen wir für das Thema Klimaschutz oder da mit dem verwandten Thema der gesundheitsfördernden Ernährung im Rahmen des Themas Nachhaltigkeit vor allen Dingen unsere Aufgabe, eine Plattform zu sein. Und einmal ist für uns halt wichtig, uns zu beteiligen an Diskursen wie heute und auch zu lernen, aber gleichzeitig ist halt auch die Frage für uns, wenn man sich anguckt, wie funktioniert im Moment Gesetzgebung im Gesundheitswesen, Vorgaben, Richtlinien, ganz häufig in einer Dynamik von wir prüfen, wir strafen und damit muss das Thema politisch sozusagen umgesetzt sein, wenn ich es jetzt mal plakativ mache. Alles, was ich jetzt heute Abend gehört habe, dreht sich eigentlich darum zu erkennen, wo sind Widerstände, wie mache ich ein gutes Change Management, wie kriege ich Leute überzeugt. Und das ist etwas, wo wir an die Stelle gehen und sagen, wir befassen uns in unseren Ausschüssen und Gremien einmal damit. Wir erarbeiten jetzt gerade ein Positionspapier und ich glaube, ich nehme jetzt der Veröffentlichung nicht so viel vorweg, dass es auch den Aspekt Ernährung enthält, indem wir ganz klar auch Bezug nehmen, auch auf die Planetary Health Diet, auch auf das Thema der DGE-Empfehlung und auch auf die Relevanz in den Krankenhäusern etwas zu tun. Wenngleich natürlich die Krankenhäuser im Leben eines Patienten hoffentlich nur Episoden darstellen, aber hoffentlich im besten Falle, aber inspirierende Episoden und auch Episoden, in denen für die Gesundheit auch bestimmte Screening-Effekte greifen können, die dann auch in den ambulanten Bereich rübergehen können. Und diese Diskurse, dieses Wissen dann zu sammeln und zu teilen, das ist für uns dann eine weitere Aufgabe neben der Positionierung pro. Und die Positionierung, die wir erarbeiten, in diesen Fachausschüssen und Gremien, machen wir nicht nur für uns alleine oder um mit den Politikern zu sprechen, sondern das ist ein Prozess, in dem dann wiederum unsere Mitglieder direkt, aber auch die Mitglieder unserer Mitglieder, also die Krankenhäuser selbst beteiligt sind und ihre Erfahrungen, Best Practices, aber auch Probleme und Herausforderungen bei der Umsetzung einbringen. Das heißt, das hat schon Netzwerkeffekte und trägt Wissen dann auch in die Breite oder zu uns. Also da möchte ich nicht sagen, dass das ein unidirektionaler Prozess wäre, überhaupt nicht. Mhm. Und die Leute, die bei uns da in diesem Team wirken, sind zum Beispiel auch Teil des Teams, das unsere Nachhaltigkeitsveranstaltungen mit geplant und organisiert, darf da auch sozusagen ab und an mitarbeiten, wo wir genau überlegen, was sind prioritäre Themen, einmal Richtung Politik zu spielen, aber auch auf der anderen Seite, was ist wichtig an Wissen auch zu verbreiten, weil mein Problem mit ganz vielen Themen, gerade aus dem Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements, sind, dass jeder sich das im Klein-Klein selber erarbeiten muss, wo man sicherlich noch bessere Synergieeffekte zum Teil heben kann, wo teilweise es auch zu aufwendig ist für einzelne Häuser, alles an Evidenz selber herzustellen. Also da bin ich jetzt im Gedanken beim Thema Abfallmanagement, medizinische Abfälle und so weiter, Wiederaufbereitung. Warum muss das jeder im Einzelnen sozusagen sich erarbeiten? Also wie wir vielleicht auch mehr Dienstleistungsqualität in Wissenstransfers bekommen in Richtung derer, die es anwenden müssen. Weil ich bin mir sicher, und da spreche ich auch über mich selbst, dass ich auch überhaupt nicht alles weiß. Mich hat total die Frage inspiriert in dem F&A-Teil unter dem Chat. Regional versus Bio,
wie steht das jetzt genau im Verhältnis? Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, damit muss man sich befasst haben. Und da können Experten, glaube ich, auch eine gute Multiplikatorwirkung haben, die wir versuchen, mit dann auf unsere Podien auch zu bringen. Dann spiele ich mal den Kuppler. Ich glaube, Frau Dr. Pörtner hat gut zugehört und ich kann mir vorstellen, dass es da auch die ein oder andere Verbindung gibt für die Möglichkeiten, die Sie gerade angeboten haben, auch da vielleicht Synergien zu schaffen. Herr Okenga, ein Aspekt in Ihrem Vortrag war das Thema Mangelernährung. Jetzt haben wir da so ein bisschen noch eine andere Ausgangslage. Eigentlich müsste hier allen einleuchten, was sinnvoll wäre zu tun. Die Patienten würden davon profitieren, wenn es ernährungstherapeutisch ein Programm gäbe an den Kliniken und die Mangelernährung erfolgreich bekämpft werden könnte. Wir haben aber auch, Sie haben das dargestellt, eine Studienlage, die relativ deutlich zeigt, man kann hier etwas tun. Und es, so viel darf ich vielleicht doch ergänzend dazu sagen, bei diesen Studien hat man auch Kostenberechnungen gemacht und ist zu dem Ergebnis gekommen, auch für ein Klinikum ist das eigentlich gut angelegtes Geld, weil mit dem entsprechenden Personal, das sich um die Ernährung der Patientinnen und Patienten kümmert und mit Screenings, das, was Sie alles beschrieben haben, lassen sich die Aufenthaltsdauern verringern, die Komplikationen auch verringern, sodass am Ende das Klinikum auch die Betten früher wieder freikriegt und letztlich sogar finanziell davon profitieren kann. Also eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Trotzdem haben wir aber eine Situation, das wird nicht überall gemacht, im Gegenteil, das beklagen Sie ja auch, Herr Okenga. Woran scheitert das denn? Was sagen da die Verwaltungsleitungen? Warum lassen Sie sich bei dieser ganzen Evidenz nicht überzeugen? Eines der wesentlichen Probleme tatsächlich ist, dass in der Vergangenheit in dem ganzen System Krankenhausernährung irgendwie nirgendwo strukturiert, abgebildet, eingefordert oder irgendwie dargelegt ist. Deswegen ist es natürlich unter dem wirtschaftlichen Druck, den wir alle stehen. Ich bin Teil des Direktorats bei uns. Ich kenne diese Diskussionen auch, dass wir die Ressourcen, die wir haben, natürlich so einsetzen müssen, dass wir erstmal den Krankenhausbetrieb überhaupt am Laufen halten. Und das sind ja häufig die tagtäglichen Sorgen der Krankenhäuser. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wie Sie selber ja auch schon kurz zusammengefasst haben, gibt es ja gute Evidenz und auch gute Ideen dazu, wie wir die Ressourcen, die wir haben, gut einsetzen können. Und ich glaube, es macht schon Sinn, Ernährung einzusetzen. Woran liegt es? Weil manchmal Ernährung bei der Küche verbucht wird, dann wird es über eine Abteilung verbucht, dann wird es über die Apotheke verbucht, dann wird es in Mischkosten, es lässt sich nicht darstellen und im DRG-System ist es auch nicht abgebildet. Und deswegen kann auch Herr Heimchen vom INEC da nichts rausrechnen, sozusagen, welchen Effekt man da wirklich erreichen kann. Vielleicht für all die, die es nicht kennen, Herr Heimchen ist so die graue Eminenz des DRG-Systems, der Ihnen zu allen Fragen irgendwie mit Zahlen, Daten, Fakten antworten kann in der Regel. Und das also das System der Fallpauschalen, ja. Vielleicht für diejenigen, die nicht vom Fach sind, die Krankenhäuser bekommen je nach Diagnose für die Patientinnen und Patienten eine Fallpauschale, unabhängig davon, wie das dann weitergeht, ganz vereinfacht gesagt. Und das wird errechnet im INEC und da kommen die Zahlen zusammen, die auch zum Beispiel für die Verköstigung der Patienten dann erforderlich sind. Ja. Also letztendlich, es ist schwierig, den medizinischen Benefit, aber auch den vielleicht pekuniären Benefit auf Krankenhausebene wirklich darzustellen und den Verantwortlichen und den Entscheidern vor Ort letztendlich darzulegen und sie zu überzeugen. Und dafür braucht es tatsächlich in der Regel immer eine Awareness, eine Übernahme von Verantwortung für das Thema und dann auch eine bewusste Entscheidung, dieses Thema sozusagen in den klinischen Alltag einzubauen und umzusetzen. Wie wir gesehen haben, wenn das gemacht wird, auch funktionieren kann und auch auf verschiedenen Ebenen funktionieren kann. Mhm. Und vielleicht an der Stelle haben wir ja vielleicht jetzt auch gerade die Chance, wenn wir jetzt in dieser ganzen Diskussion, dass wir Krankenhaus in Deutschland neu definieren und auch, was ist wichtig im Krankenhaus in Zukunft, was können und wollen wir uns leisten, weil auch diese ganze Krankenhausreform, die auf uns zukommt, bedeutet ja nicht, dass mehr Ressourcen ins System gegeben werden, sondern dass wir nochmal neu definieren müssen, wo welche Ressourcen, also wie viel Mittel letztendlich für was zur Verfügung stehen. Und da gibt es jetzt ja auch gerade Initiativen und da haben wir ja vor kurzem auch eine Initiative von über 25 Fachgesellschaften nochmal geschaltet und auch an den Herrn Lauterbach weitergegeben, dass Ernährung in diesem System in Zukunft abgebildet gehört, weil es eben halt das Potenzial hat, verschiedene Dinge zu erreichen. In erster Linie unseren Patienten zu dienen, in zweiter Linie kosteneffektiv zu sein und wie wir heute ja auch hier lernen, in dritter Linie auch etwas für die Gesamtumwelt damit tun können. Also es wird sich schon relevant, das Thema weiter anzugehen.
Die Frage wollte ich Ihnen später noch stellen, aber jetzt ziehe ich sie vor, weil Sie es erwähnt haben. Also große Initiative, 24 medizinische Fachgesellschaften mit Forderungen zur Klinikreform von Herrn Lauterbach. Die Forderungen lauten sinngemäß, wir brauchen mehr Ernährungskompetenz an den Krankenhäusern, ausreichend Personal an jedem Krankenhaus, ein Ernährungsteam, das sich hier kompetent um die Patienten kümmert. Und die Patienten müssen systematisch gescreent werden, ob hier eine Mangelernährung vorliegt. Sehr, sehr vereinfacht jetzt dargestellt. Haben Sie schon eine Rückmeldung bekommen? Haben Sie Hoffnung, dass da etwas passiert bei der Klinikreform? Also eine Rückmeldung haben wir bisher dazu nicht. Natürlich auch nichts Verbindliches. Was so ein erster Erfolg ist, das ist auch so in diesen ganzen Diskussionen, die momentan laufen über Leistungsgruppen, Leistungslevel, also über die Neugestaltung der Krankenhaus und den Anforderungen, was Strukturen und vielleicht auch Prozesse in den Krankenhäusern angeht, dass wir zumindest in der Diskussion vertreten sind. Aber ein endgültiges Ergebnis liegt hierzu ja noch nicht vor. Frau Breidenich, Sie haben dargestellt, auch welche Möglichkeiten Ihnen im Moment fehlen. Wo sagen Sie denn, da kommen Sie aus eigener Kraft noch hin, perspektivisch in den nächsten Jahren? Und für welche Dinge, die Sie gerne umsetzen möchten, bräuchten Sie andere politische Rahmenbedingungen? Was genau stellen Sie sich da vor? Also was heute auch schon angesprochen wurde, was immer zunehmend ein Problem wird, ist wirklich auch der Fachkräftemangel, auch im Küchenbereich. Also leider will kaum noch jemand den Kochberuf erlernen. Ich glaube, das muss attraktiver gemacht werden. Da sind wir in Berlin auch gut vernetzt, auch mit Gastronomen und Landwirten und überlegen dort parallel zur Kochausbildung Programme, wo junge Menschen wirklich in Betriebe reingehen, in landwirtschaftliche Betriebe dort mitarbeiten und einfach ein neues Mindset für dieses Thema Ernährung und Kochen bekommen. Das ist, glaube ich, wichtig, also dort in der Ausbildung von Köchen und Köchinnen anzusetzen. Und ansonsten, wo wir eben bei uns jetzt eine Grenze sehen, ist, wenn wir weiter in diesen Bereich Bio gehen wollen, also wenn wir wirklich 100% Bio anbieten wollen, dann ist es eine finanzielle Sache. Da wäre es eben schon gut, wenn jetzt in diesen ganzen Gesprächen einfach mehr Geld zur Verfügung gestellt werden könnte für dieses Thema Ernährung. Es muss nicht Welten sein. Ich glaube, es wird immer bei einem Basisangebot bleiben, aber das sollte qualitativ hochwertig sein. Und was natürlich toll wäre, wenn es mehr regionale Produkte gäbe. Also wir haben hier einfach in Berlin-Brandenburg eine Grenze. Und da ist eben schon für mich die Frage, was kann die Politik da tun, dass mehr Biobetriebe hier in der Umgebung entstehen können, damit Berlin-Brandenburg auch wirklich versorgt werden kann. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber der Anteil ist relativ gering in Berlin-Brandenburg, um die ganze Region zu versorgen. Also das wäre schon toll. Und was wir zum Beispiel machen, wir haben hier einen Bauern in Klado, die Felder sind direkt neben unserem Klinikgelände und der hat eine solidarische Landwirtschaft und wir machen mit ihm eine Anbauplanung. Und dadurch hat er eine Sicherheit, dass gewisse Mengen Gemüse, also es sind 8 Tonnen im Moment im Jahr, abgenommen werden. Und so kann er uns einen guten Preis machen. Und das ist eben was, wo wir dann eben auch tolle Sachen anbieten können, wenn man solche kreativen neuen Konzepte geht. Und dafür müsste es aber mehr Möglichkeiten geben. Und regionaler geht es nicht, weil er fährt 4 Kilometer mit seinem kleinen Wagen hierher und bringt uns das Gemüse jeden Tag. Das könnt ihr in Zukunft wahrscheinlich auch mit dem Lastenfahrrad machen, dann haben wir noch eine bessere Bilanz. Genau. Frau Pörtner, diese Berichte einerseits über das, was man schon machen kann und andererseits der Ruf nach der Politik, wie würden Sie es denn gewichten? Wie viel können die Krankenhäuser tatsächlich heute schon machen? Die einzelnen Häuser vor Ort und wie viel ist Sache der Politik? Wo muss sich da an den Rahmenbedingungen etwas ändern? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir haben ja heute schon gelernt, dass klar, wir haben einen sehr engen finanziellen Rahmen und wir haben viel Druck in anderen Bereichen. Aber also das ist ja, finde ich, schon klar geworden, man kann schon einige Schritte gehen. Gerade wenn man jetzt sagt, man geht mehr auf Richtung vegetarische, pflanzenbasiertere Kost, ist das häufig nicht unbedingt teurer. Nichtsdestotrotz
ist es einfach so, das habe ich auch in den Gesprächen gemerkt, man hat einzelne Häuser, da sind dann Leute, die sind wirklich überzeugt und ganz engagiert und dann klappt das auch. Und die schaffen dann, andere Menschen zu überzeugen, mitzunehmen, das ganze Team, und dann wird das angestoßen und dann geht das weiter. Aber das sind eben einzelne Häuser. Und das, wir haben ja wirklich einen Zeitdruck, sowohl was die gesundheitlichen als auch die planetargesundheitlichen Aspekte angeht. Und wir müssen schnell eine Umstellung schaffen. Und wenn wir wirklich über diese einzelnen Leuchtturmprojekte hinaus wollen, in einem vernünftigen Zeitrahmen, dann braucht es unbedingt ganz, ganz dringend politisch entsprechende politische Rahmenbedingungen. Das heißt, hier sehe ich ganz klar die Verantwortung bei der Politik. Und es ist so, ja auch so, wenn man sagt, theoretisch würde das gehen in einem bestimmten Kostenrahmen, kann man einige Schritte gehen, dann haben wir trotzdem eben noch die Wissenslücke, die da ist, ne? Sowohl bei auf der Management-Ebene als auch zum Beispiel in der Küche. Hier ist einfach total viel verschlafen worden über Jahrzehnte. Das heißt, die Politik, finde ich, ist hier ganz klar in der Verantwortung, entsprechend auch Beratungsangebote zu schaffen. Die Kantine Zukunft wurde ja heute mehrfach genannt. Das ist auch ein Leuchtturmprojekt, ein tolles Leuchtturmprojekt, was wirklich viel erreicht hat. Aber das brauchen wir in der Fläche. Und es ist wirklich Zeit, jetzt in die Fläche zu gehen. Wir können nicht ein Leuchtturmprojekt nach dem anderen machen. Wir müssen das jetzt mal flächendeckend machen. Wir müssen an der Finanzierung was verändern. Das, finde ich, ist schon auch klar geworden. Selbst wenn man sagen kann, ja, es geht einiges auch mit dem, was jetzt da ist, aber auf Dauer muss der Rahmen sich schon verändern. Und ich bin tatsächlich auch der Meinung, aufgrund verschiedener Aspekte, unter anderem, was ich eben sagte, dass einfach die Krankenhäuser unter einem Stress stehen. Es ist immer irgendwas anderes gerade wichtiger. Ich glaube, wenn wir die Wichtigkeit erhöhen wollen, wir das wirklich mal die Tagesordnung setzen wollen, auch für die Management-Ebene dauerhaft, dann brauchen wir auch gewisse Vorgaben und gewisse Standards. Ich bin der Meinung, dass wir das sonst flächendeckend nicht schaffen werden. Lassen Sie es uns an der Stelle konkret machen, Frau Pörtner. Welche Standards brauchen wir? Also brauchen wir Vorgaben für die Qualität der Verpflegung? Wenn ja, welche? Ist das die Planetary Health Diet? Ist es ein anderes System? Was braucht es noch? Wir brauchen Vorgaben für die Qualität der Verpflegung, und wir müssen natürlich dann aber auch bestimmte Kontrollmechanismen einsetzen. Meiner Meinung nach ist das noch nicht ausgefeilt. Ich glaube, es ist viel zu hoch gegriffen, jetzt ad hoc zu sagen, Planetary Health Diet, so müsst ihr es verpflegen. Ich glaube, da muss man auch noch mal genauer gucken, wie können wir bestimmte PatientInnengruppen auch adäquat versorgen, die eventuell noch andere Bedürfnisse haben. Was es gibt, das war ja auch schon genannt, sind die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Meiner Meinung nach sind die auch nicht optimal, da die zu komplex sind. Ich glaube, da fühlen sie, das ist auch eine Rückmeldung, die ich bekommen habe, viele Häuser sich dann mit überfordert und sagen zum Beispiel, das ist viel zu aufwendig, auch mit der Zertifizierung. Wenn man sich nur nach der Zertifizierung setzt, ist es meiner Meinung nach nicht effektiv genug, weil man dann sich nur auf eine Menülinie konzentrieren muss. Das heißt, wir bräuchten hier eine Abwandlung dieser Standards, deutlich vereinfacht, mit dem im Hinterkopf, was wirklich die wichtigsten Maßnahmen sind. So müsste man, denke ich, erstmal anfangen, mit einem einfachen System, leicht zu überprüfen, wo man die wichtigsten Hebel quasi mit drin hat. Also das ist unterm Strich etwas, was es noch nicht gibt, aber was wir schleunigst entwickeln sollten. Herr Oppenga, Sie hatten sich gemeldet. Ja, vielleicht möchte ich mal kurz die Chance nutzen, Frau Professor Neumeier, Sie kurz zu fragen. Sie sind ja auch als DKG in vielen Gremien dabei, zumindest hier und dort vertreten. Und vielleicht die erste Frage wäre tatsächlich, wie erleben Sie denn, ist dies überhaupt ein Thema in zum Beispiel GBA, in größeren Gremien, wo auch über Ressourcen etc. gesprochen wird? Und dann auch vielleicht die zweite Frage, auch jetzt für die Community, die hier zuhört, was denken Sie, wie kann man dieses Thema noch in diesen Entscheidungsprozessen besser platzieren oder besser unterbringen? Da frage ich jetzt natürlich vielleicht auch als Vertreter von Fachgesellschaften und von medizinischen Fachgesellschaften, wo wir uns mit dieser Thematik auch jetzt gerade im Thema Krankenhausreform, Matrixerstellung mit der AWMF etc. auseinandersetzen, wie wir dieses Thema Ernährungsmedizin im Gesundheitswesen noch besser platzieren können. Also mir begegnet das Thema im Diskurs aktuell recht häufig.
Und ich weiß auch, dass die Befassung der Selbstverwaltung damit zum Beispiel auch im GBA gerade im letzten Jahr recht intensiv war. Da ging es zwar um einen spezifischen medizinischen Subaspekt, also es ging um das Thema Mangelernährung, wie kann man dafür screenen, wie kann man die Patienten darin gut erkennen, wie kann man sie kompetent wieder auch in den ambulanten Bereich bringen, sodass sie dann auch einen Mehrwert haben von diesem im Krankenhaus erfolgten Screening. Da gibt es sicherlich noch mannigfaltige Diskussionspunkte, die jetzt in die konkrete Umsetzung reichen. Warum gelingt das noch nicht so? Es gibt zwar Gott sei Dank jetzt mittlerweile einen Komplex-UPS-Code, aber der ist noch nicht wirklich hinterlegt mit einer Vergütungsrelevanz und damit einfach auch noch gar nicht so richtig in den Fokus, glaube ich, der Häuser gerückt. Aber es ist ein Sonderthema. Ich glaube, was es jetzt braucht, ist, dass dieser Appell, der, glaube ich, sehr stark gehört wurde, und es gibt nächste Woche auch nochmal eine Befassung des Gesundheitsausschusses mit einem Ernährungsthema, glaube ich, ist tatsächlich zu überlegen, wie kriegen wir es konkret hin? Und dazu, glaube ich, gehört einmal der ganz ehrliche Schritt zu gucken, wie priorisieren wir Themen? Wir haben eine Gesundheitsreform, die jetzt angekündigt ist, die spezifisch an den Krankenhäusern zuerst einsetzt. Und ich glaube, die Idee zu sagen, dass man alles parallel schaffen kann, ohne Prioritäten zu setzen, halte ich für falsch. Man muss sich überlegen, wie können wir wirklich in Umsetzung kommen? Und das bedeutet auch, dass ich in irgendeiner Weise berücksichtige, dass ich nicht unendlich Personal habe und auch nicht unendlich viel Resilienz aktuell im System, dafür Veränderungsprozesse anzugehen, wenn ich nicht weiß, wie geht es insgesamt hier überhaupt weiter? Gibt es meinen Standort in Zukunft noch und Ähnliches? Das kann man schwerlich erwarten. Kliniken, die jetzt sich so situiert fühlen, dass es für sie auf jeden Fall weitergeht, glaube ich, die nach den ersten Auswirkungsanalysen dachten, prima, für uns geht's weiter, die sind vielleicht nochmal in einer anderen Situation als diejenigen, die nicht ganz wissen, wie ist es um unsere Existenz bestellt. Also ich glaube, da geht es auch darum, ein Stück weit die Sicherheit zu signalisieren, dass sich jetzt ein nachhaltiges, im wahrsten Sinne des Wortes, Engagement auch der Mannschaft vor Ort tatsächlich lohnt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man zusätzlich aber auch nochmal in den Appell geht zu überlegen, wenn man sagt, wie kann etwas priorisiert und gestützt werden. Frau Breidenich, Sie haben vorhin so gesagt, oder es klang so, man muss es mal über den Berg schaffen am Anfang, auch mit Investitionen, auch mit einer Anfangsveränderung. Also ich finde, an dem Punkt kann man sicherlich ansetzen, wie kann ich Anfangsveränderungen incentivieren. Und ich möchte echt nochmal davon wegkommen in dieser Denkmechanik, wir müssen etwas festlegen, dann müssen wir prüfen und dann müssen wir strafen. So arbeiten Sie alle nicht mit Ihren Veränderungsprozessen im Krankenhaus. Ich möchte auch mal wissen, wie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf reagiert hätten, wenn man gesagt hat, das ist deine Fleischquote pro Monat und wenn du die jetzt sozusagen überschreitest, dann ziehen wir das vom Lohn ab, ja, weil das ist unsere Art zu priorisieren. Und insofern könnte ich mir auch vorstellen, für die Krankenhäuser könnte die Idee sein, ein Klima-Euro für Ernährung oder meinetwegen zwei. Wir haben Präventionsbudget. Das ist ein absolutes gesundheitliches Präventionsthema, wo man überlegen könnte, vielleicht können wir da Mittel auch allokieren und sagen, wenn ihr bestimmte Ziele schafft, ja, dann kriegt ihr ein Incentive, der euch ermöglicht, aber auch für eine bestimmte Zeit zu planen und diese Umstellung, dieses Kommen über den Berg zu finanzieren. Weil dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe, es wird langfristig günstiger und gleichzeitig habe ich auch eine Motivation und einfach eine sportliche Herausforderung, um auf ein Ziel zu arbeiten. Und ich glaube, wie können wir Ziele setzen, Prioritäten und auf ein Ziel zu arbeiten, statt zu sagen, wie können wir prüfen und strafen, wäre für mich zumindest jetzt einmal so ein Appell an die Diskussion um die Krankenhäuser. Frau Neumeier, mit bitte um eine ganz kurze Antwort, weil wir schon fortgeschritten in der Zeit sind. Sie haben jetzt auch ganz viele Forderungen gehört, die in Richtung Vorgaben laufen. Ne? Qualitätsstandards vorgeben, Personal in einem bestimmten Bereich vorgeben, Ernährungskompetenz schaffen an den Kliniken, Screening-Vorgaben. Wenn man beim Bundesgesundheitsministerium zu diesen Themen anklopft und fragt, wie seht ihr das Ganze denn? Dann sagen die im Kern, Verpflegung ist Sache der Kliniken, da mischen wir uns gar nicht ein. Also wenn es um Mangelernährung geht, dann wäre das eine Fehlbehandlung, da sollen doch die Patienten hinterher klagen, das müssen die Kliniken sowieso machen. Und alles, was die Qualität der Verpflegung angeht, sieht man da als Wettbewerbsfrage. Also im Wettbewerb um die Patienten müssten die Krankenhäuser ein Eigeninteresse dran haben, sich da so gut wie möglich aufzustellen. Mich interessiert jetzt gerade im Lichte der Diskussion auch dessen, was Sie gerade gesagt haben. Freuen Sie sich eigentlich, dass da offensichtlich so viel Vertrauen da ist und die Politik sich raushält aus Ihrem Geschäft? Oder würden Sie sich vielleicht auch manchmal Vorgaben wünschen, damit Sie es leichter hätten, bestimmte Dinge umzusetzen?
Ich glaube, die Politik ist ja getrieben davon, was gesellschaftliche Realität ist. Und wenn sich die gesellschaftliche Realität wandelt, und ich glaube, die Diskussion und die Vorträge haben ganz klar gezeigt, dass Ernährung ein Fokusthema ist. Für diejenigen, die mitarbeiten in den Krankenhäusern und für diejenigen, die dort behandelt werden, sind es wichtige Themen. Und das sollte eigentlich dann auch im Spiegel der Politik und damit auch im BMG ankommen, dass man es nicht dabei belassen kann, so kurz zu springen und zu sagen, ach komm, das ist deren Sache, da müssen die irgendwie mit klarkommen, auch unter Kostendruck und sonst wie. Das reflektiert, glaube ich, diesen Diskurs nicht ausreichend und das wird auch sich in Zukunft sicherlich nochmal dem einen oder anderen Mindset-Wechsel stellen müssen. Bemerkenswerte Aussage. Frau Breidenich, ich nehme ganz kurz noch einen Anstoß hier aus dem Chat mit auf. Vermute, dass Sie es bejahen werden. Also da kommt das Thema auf. Es geht ja auch um die Verpflegung der Beschäftigten an einem Krankenhaus. Ist das ein entscheidender Hebel, den man auch möglicherweise nutzen kann, wenn man was verändern möchte? Weil die Menschen, die jeden Tag im Krankenhaus arbeiten und nicht nur 2 Wochen vielleicht da sind, profitieren auch davon. Ja, also ich bin sehr dankbar für die Frage, weil das wollte ich auch gerne noch einbringen, weil Sie, Herr Rücker, hatten eben auch gefragt, gibt es einen Wettbewerbsvorteil? Bei Patienten weiß ich es nicht. Ich glaube, die kommen immer noch in Krankenhaus wegen der medizinischen Ausrichtung. Das ist einfach das Kernthema. Ich glaube nicht, dass sie wegen dem Essen kommen. Aber Mitarbeiter, gerade die jüngeren Assistenzärztinnen und Pflegende, die finden das wirklich toll. Und das bekomme ich schon mit, dass die das Essen super finden. Und man sieht es am Besuch in der Cafeteria. Also ich glaube, diesbezüglich kann es wirklich ein Wettbewerbsfaktor sein, weil einmal am Tag ein gutes Essen zu sich nehmen zu können auf der Arbeit, hat was. Hat was. Meine Rolle ist es dann erstmal nur ganz kurz noch Danke zu sagen an Sie alle hier auf dem Podium für die anregende Diskussion. Wir könnten noch 2 Stunden weitersprechen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten, glaube ich, auch festgestellt. Ernährung sollte ein Teil der Therapie sein. Ich habe da keinen Widerspruch eigentlich gehört. Und zwar der Therapie für Mensch und Planeten. So viel habe ich hier mitgenommen. Und es gibt Möglichkeiten, bei denen jedes Krankenhaus vorangehen kann. Also niemand sollte dort eine Ausrede haben, vor Ort nicht auch schon tätig zu werden. Und gleichzeitig schauen wir aber an die Politik und an die Prozesse, die da laufen, weil auch dort gibt es Handlungsbedarf. Und ich sage danke, wünsche allen noch einen schönen Abend und gebe für die Schlussworte zurück zu Marisha Fast. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Martin Rücker, für die wunderbare Diskussion und Moderation durch dieses Podium. Herzlichen Dank auch an die Gäste. Zur Vernetzung darf ich noch sagen, wir haben ja vorhin auch schon den Link in den Chat gestellt, auch jetzt nochmal alle, die Interesse an Vernetzung haben, an weiterführenden Informationen, an Schulungen, was auch immer, bitte tragen Sie es ein, lassen Sie uns Ihre Daten da, wir überlegen uns Formate, wie wir all dem gerecht werden können, weil ich glaube, es wurde ganz deutlich, es gibt noch ganz viel Diskussionsbedarf, es ist total wichtig, an dem Thema weiterzuarbeiten und ins Handeln zu kommen. Außerdem, ich weiß, es ist 9:03, wir enden pünktlich 5:00, so wie wir auch wenige Minuten später angefangen haben, stellen wir noch einmal einen Link zum Mentimeter in den Chat mit einer anderen Fragestellung. Uns interessiert nämlich natürlich auch, wie gehen Sie heute hier raus? Sie kennen das aus Workshop-Formaten. Wir machen das jetzt auch in diesem großen Plenum mit Mentimeter. Lassen Sie uns einfach 3 Stichworte da. Was nehmen Sie von heute mit? Das werden wir uns in Ruhe später anschauen und nochmal Revue passieren lassen. Was können wir fürs nächste Mal ändern? Was haben Sie mitgenommen? Was fehlt vielleicht? Und würden uns total freuen, wenn Sie sich noch die 2 Minuten Zeit nehmen, auszufüllen. Ja, ansonsten bleibt mir nur ein herzliches Dankeschön, einen schönen und entspannten Feierabend an alle und wir bleiben an dem Thema dran. Bis bald.